ist schon auch, sag mal, eine bittere Ironie, wenn man sich das überlegt, ne, dass erst die Deregulierung des Finanzsektors in die Krise führt. Dann rettet der Staat sozusagen den Finanzsektor und dann sagt man, aber weil jetzt sozusagen der Finanzsektor ja den Staat beherrscht und von oben drauf schaut, muss jetzt der Staat die Sozialleistungen kürzen und die Leute entlassen. Ne? Also das ist natürlich schon eine unglaubliche Geschichte gewesen. Nein, ich glaube nicht an die unsichtbare Hand des Marktes. Was soll das denn sein? Also es gibt bestimmte, ja, was allein Marktkräfte zu sagen, ist schon schwierig. Es gibt ja bestimmte Tendenzen, die sich auf Märkten einstellen oder auch nicht einstellen. Was meinen die von Marktkräften reden? Na, das ist die Vorstellung, das ist ja auch die physikalische Analogie. Ne? Da gibt es also eine Kraft, wie die Gravitation oder so, und das geht dann irgendwie ins Gleichgewicht. Beschäftigen sich die Wirtschaftsweisen eigentlich mit der Wirtschaftsweise? Der Wirtschaftsweise. Ja, wie wir wirtschaften. Also ist das eigentlich für euch fünf ein Thema, dass unsere Wirtschaftsweise den Planeten zum Beispiel zerstört oder die Ungleichheit immer? Das ist ein Thema. Das sind definitiv Themen. Und ich gebe offen zu, ich weiß nicht, ob wir aus dieser ökologischen Sicht aus, ob wir weiter wachsen können. Und ich weiß nicht, ob das mit qualitativem Wachstum und Green Growth funktioniert. Ich weiß andererseits aber auch nicht, wie wir einen kontrollierten, gesteuerten Nullwachstums- oder Degrowth-Prozess hinkriegen. Achim, was kommt nach dem Kapitalismus? Das weiß ich. Ich hoffe, eine So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind zurück im Wirtschaftsbetrieb namens Ocelot. Und ich habe ein neues Gesicht vor mir. Wer bist du? Ich bin Achim Truger. Achim, was machst du? Ich bin Professor für Sozioökonomie, insbesondere Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Mhm. Also bin Ökonom. Mhm. Und sozusagen im Nebenjob bin ich Wirtschaftsweiser. Das heißt, ich bin Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Nebenjob heißt, du kriegst auch Geld dafür? Wird auch bezahlt, ja. Was kriegt man dafür? Es gibt eine pauschale Aufwandsentschädigung, die liegt bei, ich glaube, 33.000 Euro pro Jahr. Im Jahr? Mhm. Kurbelst du damit den Konsum an in unserem Land? Ja, ehrlich gesagt, davon relativ viel sparen wir davon. Als Familie jetzt, oder was? Ist das typisch deutsch, das Geld dann zu sparen? Nein, also die Deutschen sparen relativ viel, aber sagen wir, die Sparquote hängt ja stark ab vom Einkommen. Mhm. Und also ich sehe mich jetzt nicht als ultrareich, aber als Professor ist man jetzt ja nicht arm. Mhm. Und meine Frau verdient auch Geld. Also wir haben eigentlich alles, da müssen wir jetzt keine großen Anschaffungen tätigen. Sitzt du, wenn du jetzt Wirtschaftsweise einer von diesen fünf bist du damit auf dem Olymp der deutschen Ökonomen angekommen? Ach Gott. Naja, ist das ein Ziel von Ökonomen und Ökonominnen? Ja, also Ziel, ich meine, es sind fünf Leute. Also wenn man darauf zielen würde, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass man da hinkommt. Nee, das passiert dann irgendwie. Und dann hat man irgendwann sozusagen die Gelegenheit oder die Chance. Und dann, also ich habe mich dann natürlich darüber gefreut und habe sie ergriffen. Und es ist insofern auf dem Olymp, kann man sagen, weil man natürlich gehört wird. Man hat eine privilegierte Position und man kann natürlich seine eigenen Vorstellungen dann auch öffentlich machen. Und da ragt man natürlich schon raus. Ne? Und insofern ist es auch sehr attraktiv. Was wolltest du als Jugendlicher machen nach dem Abi? Hast du dir da gesagt, Traumberuf Ökonom und irgendwann Wirtschaftsweiser? Ich habe immer gesagt, also als ich klein war, habe ich gesagt, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Volkswirt. Nee, habe ich nicht gesagt. Nee? Nein, überhaupt nicht. Es fing ja bei uns auch an oder war schon Tradition, dass dann wir so erstmal eine Berufsberatung bekamen. Also ich habe 1988 Abi gemacht in Köln und dann gab es eine Berufsberatung und es gab eben auch so einen Studienführer. Das war so ein grünes Buch und da war irgendwie alles Mögliche drin und ich wusste nur, also studieren möchte ich schon. Mhm. Und dann habe ich mir diesen Studienführer durchgelesen und dann habe ich festgestellt, da standen irgendwie, ich glaube, drei Sachen drin, aber ich weiß gar nicht mehr was. Ich glaube, Medizin war dabei, was ich nicht machen wollte, auf keinen Fall. Und der Rest fand ich irgendwie alles interessant. Und dann war das Zufall,
dass ich in die VWL gegangen bin, weil von einem Kindergartenfreund von mir, der Vater, der war Privatdozent in Köln für Volkswirtschaftslehre. Mhm. Und der hat dann mal gesagt, komm noch mal vorbei, unterhalten wir uns mal. Und dann habe ich mir das angehört. Und ich hatte damals also definitiv nicht viel zu tun mit BWL und war auch, sagen wir mal, sehr kritisch. Und ich wollte auch gern wissen, wie das jetzt mit Marx war, was der geschrieben hat und so. Der und naja, also ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Hattest du Wirtschaft oder Ökonomie in der Schule? Oh, das ist ein dunkles Kapitel. Also es gab, tatsächlich war das so, wir hatten Sovi und da wurde Wert drauf, ich bin in Köln-Kalk zur Schule gegangen und da wurde Wert drauf gelegt, dass wir auch in Sovi relativ viel Wirtschaft machen. Und das Tollste, was wir gemacht haben, war tatsächlich Angebot und Nachfrage. Gut, und ich will jetzt nicht allzu viel Schlechtes sagen, aber im Nachhinein muss ich sagen, dass sagen wir mal, der es war jetzt nicht von allzu großem Wissen geprägt. Ich erinnere mich an so Szenen, wo dann so Fragen gestellt wurden, wie zum Beispiel, wie ist denn das Geld eigentlich gedeckt? Ne? Wie kann das denn sein? Also und dann wurde gesagt, ja, früher, da war das ja so, da konnte man da zur Zentralbank gehen und konnte Gold holen. Mhm. Und da hatte man ja einen Wert, ne? Und da war das gedeckt. Und dann war die Frage, ja, wie ist es denn heute, hat der Lehrer dann gefragt. Ja, und dann hat der Lehrer, ja, wie ist das denn heute? Habt ihr da eine Idee, wie das so ist? Und dann meldete sich einer, der sowieso sehr eifrig war und sagte, ja, das ist eben so durch die Industrie und so ist das gedeckt. Und dann hat der Lehrer gesagt, so, genau, so ist das. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment mal, aber was heißt denn jetzt, ist durch die Industrie gedeckt? Und dann habe ich mich dann gemeldet und habe gesagt, wie ist denn, also muss ich mir das so vorstellen, ich kann jetzt, also nee, bei uns war nebenan Deutz, also das Traktorenwerk und so. Und dann habe ich gesagt, kann ich jetzt rübergehen und sagen, ich hätte gerne irgendwie ein Stück vom Schornstein oder so mit meinem Geld. Und die Frage wurde aber irgendwie nicht als statthaft empfunden. Und also sagen wir mal so, viel gelernt haben wir da sicherlich nicht, ne? Damals. Aber zurück jetzt, ne? Ich habe dann. Ja, aber habt ihr ja in der Schule dann so die Lehre der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland beigebracht bekommen? Also daran erinnere ich mich nicht. Ja. Und wenn wir da was gemacht hätten, wäre das sicherlich, sagen wir mal, durch das Studium in Köln, wo wir da sehr viel gelernt haben, also gerade zum Ordoliberalismus und so, und wäre das sicherlich ausgelöscht worden. Also da sind wir so geimpft worden, dass ich mich nur noch an das erinnere. Hm. Wie bist du denn aufgewachsen? Bist du schon in deiner Schulzeit politisiert worden von deinen Lehrerinnen und deinen Eltern? Nee, also ich komme tatsächlich aus einem kleinbürgerlichen Haushalt, also auch ohne irgendwie akademischen Hintergrund und was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater hat bei einer Versicherung gearbeitet und meine Mutter hatte ursprünglich bei einer Bank gearbeitet und war dann Hausfrau und später hat sie in einem Lampengeschäft gearbeitet. So, und also wir haben geredet über Politik, auch diskutiert, aber da war jetzt kein großes Engagement. Und ich habe mich dafür interessiert, aber ich konnte mich tatsächlich auch jetzt nicht irgendwie für ein parteipolitisches Engagement oder so begeistern damals. Erinnerst du dich noch, als du zum ersten Mal wählen konntest bei der Bundestagswahl, wen du da gewählt hast? Oh Gott. Das, was Mutti und Papa gewählt haben? Ja, so soll es ja früher mal noch gewesen sein. Ja, also ich weiß bis heute nicht, was mein Vater gewählt hat. Der hat das nie verraten. Ich konntest du nicht denken? Und ja, ich hatte so eine Vermutung. Also ich glaube, ich habe SPD oder Grün gewählt. Mhm. Aber ja. Aber ich kann mich tatsächlich nicht mehr entsinnen. Was haben die denn gesagt, als du gesagt hast, ja, jetzt nach dem Abi, ich will vielleicht Volkswirtschaft studieren? Haben sie denen gesagt, mach doch mal eine Ausbildung? Ja, tatsächlich. Also das war so, wäre eine Versicherungslehre, wäre jetzt, glaube ich, naheliegend gewesen. Bankkaufmann. Aber das wollte ich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich wollte schon eher studieren und ich hatte auch sicher eher so, naja, also sehr, sag mal, grundlegend philosophische Interessen. Also eigentlich wollte ich Anglistik, Germanistik und Geschichte oder Philosophie studieren. Ja. Und also du wolltest nicht Taxifahrer werden, oder was? Ja, nee, darüber habe ich nicht nachgedacht. Und tja, dann weiß ich auch nicht, dann
Und da war schon, glaube ich, der Einfluss dann, vielleicht war das auch abgekartetes Spiel, müsste man nochmal nachfragen. Also jedenfalls der Hinweis dann von dem Papa meines Freundes, mach doch mal VWL. Und da lernst du ganz viel auch über Marx und so. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht da, wo er studiert hatte, was über Marx gelernt hatte, in Köln war das jetzt eher schwierig, was über Marx zu lernen. Jetzt erzähl mal, wann kamst du denn zum ersten Mal mit Marx und seinem Marxismus in Berührung? Na, wir haben schon in der Schule davon was gelesen. Ich habe dann auch was versucht zu lesen. Also wir hatten natürlich ein paar Originalquellen, ein kommunistisches Manifest und so. Aber das, ich habe das auch nie irgendwie groß durchdrungen oder so. Aber ich fand das natürlich sehr naheliegend. Und natürlich war das so, dass ich hatte das Gefühl, oder wenn ich auch im Nachhinein so in den 70er Jahren ja dann in die Grundschule gegangen und irgendwie war das ja schon so ein Fortschrittsgefühl. Ne? Also es ging irgendwie ging es immer aufwärts. Und da war das für mich eben normal, dass es klar war, dass es nicht sein kann, dass die Leute ausgebeutet werden. Dass es natürlich richtig war, dagegen zu protestieren. Und ja, das gab es ja dann zum Glück auch nicht mehr. Und was dann die Ausbeutung in dem Sinne, das war sozusagen die Geschichte. Mhm. Und man muss ja schon sagen, der Wohlfahrtsstaat und der Sozialstaat war ja schon eine große Errungenschaft und die Demokratie. Mhm. Von daher schien mir das alles relativ einleuchtend, sagen wir mal so. Wie war das, als du aufgewachsen bist? Ja. Bist du jemals in der DDR gewesen? Leider du mal nicht. Besucht? Also ich habe aber, ich bin tatsächlich mit meinem Vater, haben wir, als die Grenze offen war, 89 noch, haben wir so eine kleine DDR-Tour gemacht. Da sind wir erst, ich glaube, Erfurt, Dresden und Leipzig haben wir uns angeschaut. Mhm. Also gut, eher eine Süd-DDR-Tour. Und ich habe dann tatsächlich nach dem Studium 93 war ich, glaube ich, 3 Monate oder so, habe ich ein Praktikum gemacht in Dresden bei der Treuhandanstalt. Weil das ein Freund, also ein Basketballkollege von mir, früher Basketball gespielt, der hatte da ein Praktikum gemacht während seines Jurastudiums und war da völlig begeistert. Dann hatte ich den mal besucht. 1982. Wovon war er begeistert? Naja, von der Atmosphäre in Dresden, von der Stadt, von den Leuten. Und hat er jetzt von der Treuhand an sich? Nein. Gut, also da sage ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu. Jedenfalls habe ich dann tatsächlich von Januar bis März, glaube ich, oder so, da ein Praktikum gemacht. Hm. Und habe dann auch das Glück gehabt, dass ich mit den beiden einzigen übrig gebliebenen Ostkollegen aus der damaligen, also da gab es die volkseigene Güterverwaltung. Also genau wie es volkseigene Betriebe gab, gab es eben auch volkseigene Güter, also die Landwirtschaft, nicht LPG, sondern wirklich volkseigenes Gut, also die Großbetriebe. Und von dieser ehemaligen Verwaltung habe ich mit den beiden einzigen Ossis dann in so einer alten Villa gesessen. Da gab es noch eine eigene Baubrigade und so. Und habe mit denen halt mich dann ganz viel unterhalten und finde ich auch sehr viel gelernt so über das Leben. Was denn? Naja, das war schon, dass es auch durchaus ein normales Leben war. Ich habe von dem einen, der war BWLer, promovierter BWLer, und das fand ich ganz witzig, der hat mir dann gesagt, worüber er promoviert hat. Das habe ich jetzt wiederum vergessen, das war aber eigentlich war das irgendeine Investitionsrechnungsmethode. Und er hat dann gesagt, er hat sich dann hinterher angeschaut, was in den Lehrbüchern im Westen stand und hat gesagt, es war lustig, wir haben im Grunde genommen dieselbe Methode genommen. Nur bei uns wurde halt gesagt, dass sozusagen die Partei und das im so und so vielten Jahresplan, Fünfjahresplan, war beschlossen worden, dass die Effektivität da und da erhöht werden sollte. Und dann war das eben, diese Investitionsrechnung war halt eine Methode, das besser zu machen. Und im Westen war es dann halt eben die Profitabilität, die erhöht werden musste. Aber die Methode war interessanterweise ähnlich. Hast du denn gelernt als Jugendlicher, in was für einem Wasser du als Fisch schwimmst? Also war dir klar, dass das eine kapitalistische Gesellschaft war oder sogenannte soziale Marktwirtschaft? Ja, ich war dann tatsächlich sehr kritisch und habe mich selber ehrlich gesagt ja keinen großen ökonomischen Zwängen unterworfen gefühlt. Ich meine, wir hatten ja auch in der Schule große Freiheiten. Wir hatten ja eher, waren wir so die ging das so in die Richtung Null-Bock-Generation eher. Also
habe ich selber jetzt diesen Zwang nicht erlebt. Ich habe halt selber erlebt, als ich dann Ferienjobs hatte oder so, dass ich gemerkt habe, so, oh, das ist aber ein hartes Brot, da jetzt irgendwo im Archiv zu stehen und Akten zu ziehen oder irgendwelche Akten aus in Kartons zu räumen und dann mit dem Hubwagen durch die Gegend zu rollern oder so. Und das eben wirklich 8 Stunden und mit so festen Pausen und Stechuhr und so. Das ist mir schon aufgefallen. Hast du einen Stundenlohn von 2 Mark gehabt oder was gab's da? Also ja, ich glaube, das waren 6 Mark und ich habe dann irgendwann mal in der Poststelle gearbeitet, da waren es 6 Mark und dann gab es fürs Archiv, weil das so staubig war, gab es eine Schmutzzulage von einem Mark. Eine Schmutzzulage? Genau, die gab es dann noch. Ne? Und ja, man muss natürlich sagen, das war ja, das war schon, ja, ich habe da, also, da durchaus gemerkt, dass das ein ganz schön anstrengend ist, sozusagen sich da dem zu unterwerfen und dann wirklich auch diese ja ziemlich eintönigen Sachen den ganzen Tag zu machen. Und habe dann tatsächlich auch das Studieren und das nicht tun zu müssen als großes Privileg aufgefasst, das schon. Aber sag mal so, jetzt, dass ich habe keine, also wir waren ja definitiv nicht reich, aber es hat immer gereicht und hast ich habe irgendwie keinen, nee, nicht, gar nicht, also gar nicht auf die Idee gekommen, das zu beantragen. Warum? Hättest du den Nebenjob sparen können. Ja, aber jetzt mehr Zeit zum Studieren gehabt. Nee, das waren ja wirklich so Schülerjobs damals. So. Und im Studium war es dann so, da war ich halt studentische Hilfskraft dann und habe Nachhilfe gegeben in Statistik. Da hatte ich auch, also das hat mir auch Spaß gemacht. Und war ja sozusagen sogar eine Synergie dann fürs Studium, ne? Musste ich nicht mal. Wo hast du denn studiert? Bitte? Wo hast du denn studiert? Ich habe in Köln studiert, ja. An der Uni. Und also bist du zu Hause geblieben, hast gewohnt zu Hause? Ich habe zu Hause noch gewohnt, ja. Wann bist du zum ersten Mal ausgezogen? Nach dem Studium dann, also 20, als ich den ersten richtigen Job hatte. Ja, also gut, ich war sehr schnell, also ich war 23 dann, als ich ausgezogen bin. Da hattest du Diplom, ne? Was war da noch? Ja, genau. Also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe in 8 Semestern studiert. Das war so ein Semester kürzer als die Regelstudienzeit, also war ich schnell unterwegs. Ich habe dann auch so ein, ich habe selber, wenn ich das mir so überlege, habe ich im Nachhinein gedacht, das war so ein, ich habe erst gelitten. Ich fand das furchtbar, das Grundstudium. Also die, gerade die VWL und die BWL fand ich entsetzlich erstmal. Ich auch. Und ich habe gelitten, aber irgendwie war ich dann auch von so einer Art kleinbürgerlichen Pflichtbewusstsein besessen. Das ist durchziehen und das habe ich dann irgendwie durchgezogen. Ich habe also gelitten und bin aber gar nicht auf die Idee gekommen, ich mache was anderes, sondern, und weil es dann auch so schnell ging, war es dann auch okay. Woran hast du denn gelitten? Also ich fand dann seltsamerweise Statistik fand ich interessant und Jura fand ich interessant. Und bei VWL muss ich ehrlich sagen, also das, was mich heute stark interessiert, Makroökonomie zum Beispiel, das wurde da ja unglaublich steril gelehrt und vollkommen praxisfrei. Und die Mikroökonomie habe ich ehrlich gesagt als fürchterlich empfunden, weil da waren ja so diese ganzen nutzenmaximierenden Wesen unterwegs und die Differenzkurven und so und also wenn man sich da einmal eingedacht hatte, dann konnte man das brav machen und dann hinterher fühlte man sich immer unwohl, wenn man da nicht irgendwie keine Optimierungsprobleme mehr lösen durfte oder konnte. Aber ehrlich gesagt müsste ja jedem klar sein, dass die Menschen nicht so sind. Ne? Und ich fand das eigentlich unglaublich, dass diese Vorstellung, dass da jetzt diese Nutzenfunktionen maximiert werden sollen. Und das habe ich als komplett steril und seltsam empfunden. Und wurde dir beigebracht, dass es diesen Homo Ökonomicus gibt? Also Hans-Werner Sinn spricht ja gerne davon. Ja, das heißt, dass es den gibt. Ich meine, das sind ja theoretische Annahmen. Ja. Gut, und wenn man jetzt, ich hatte das Problem, ich habe mich ja für Philosophie interessiert und ich habe auch Wissenschaftstheorie sozusagen freiwillig relativ viel nebenher gemacht. Und dann kommt man ja doch recht schnell auf die Frage, wie ist denn das eigentlich? Das sollen doch jetzt Hypothesen sein. Und die Hypothesen, die überprüft man doch dann eigentlich. Und wenn die sich dann nicht bestätigen, dann also sozusagen, dann sind sie ja falsifiziert oder zumindest hat man dann irgendwie ein Problem. So, und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja auch schon experimentelle Forschung. Also sozusagen Behavioral Economics begann ja so ganz zaghaft. Das nannte man ja noch entscheidungstheoretische Anomalien. Ne? Also sozusagen, dass man feststellte, irgendwas stimmt nicht.
Aber das hat ja offenbar keinen gekümmert. Ne? Also sozusagen die wesentlichen Zweifel gab es ja seit den 50er Jahren mit Allais-Paradox und so, dass sozusagen die grundlegenden Axiome dieser Nutzentheorie eigentlich nicht nachgewiesen werden konnten, sondern im Gegenteil ständig falsifiziert wurden. Aber trotzdem hielt man halt daran fest. Das fand ich seltsam. Ja, tun ja immer noch welche. Ja, heute. Ja, es ist so, ich meine, man wird daran trainiert, und es hat auch nochmal zugenommen, ne, weil die Formalisierung nochmal zugenommen hat, werden die Leute heute in den Masterprogrammen ja nochmal richtig getrimmt, ne, dass sie dann das wirklich auch richtig axiomatisch lernen und dann wirklich mit der harten Mathematik und so. Aber letztlich brauchen tut man das ja eigentlich nicht mehr. Ne? Das ist ja heute sehr viel empirischer und sehr viel weniger, wenn man so will, theoretisch-dogmatisch orientiert. Aber warum wird das gelehrt, wenn das ist eine Glaubenssache zu sein scheint? Also ich finde das dogmenhistorisch interessant, und in vielen Bereichen, also jetzt im Unternehmensbereich beispielsweise, glaube ich, dass die Idee von Gewinnmaximierung ja jetzt wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte ist. Also sozusagen als erste Näherung. Da kann man ja viele Dinge auch mit erklären. Aber selbst da kommt man ja schon schnell ins Grübeln. Aber im Konsumentinnenbereich sehe ich da eigentlich wenig Nutzen. Ich habe damals dann auch meine Diplomarbeit war noch zu Optimal Taxation, also optimaler Besteuerung. Und ob man die und wie man die gegebenenfalls empirisch überprüfen kann, das war sehr ernüchternd. Ich habe mich da auch eingegraben dann, und dann irgendwann sind mir die Widersprüche halt gerade zur Wissenschaftstheorie halt sehr stark aufgefallen. Welche waren das? Und naja, der Widerspruch halt, dass man da sozusagen gezwungen ist, ständig eine Theorie zu benutzen, deren empirische Grundlagen komplett zweifelhaft sind. Erklär nochmal die Theorie. Na, die Theorie ist, die Menschen sind sehr rational, eigennutzorientiert. Die haben Nutzenfunktionen, und in diesen Nutzenfunktionen können sie alle Güterbündel, alle möglichen Güterbündel bewerten und in eine konsistente Rangordnung bringen. Und jeder Mensch kann das und hat das und ist im Grunde genommen, hat das alles ständig im Kopf und trifft dann ständig solche optimierenden Entscheidungen, solche Optimierungsentscheidungen. Ja, und das ist irgendwie nicht realistisch. Hast du irgendwann mal deine Professorin oder deinen Professor gefragt, macht das überhaupt Sinn? Also ich hatte insofern Glück, ich hatte einen unglaublich bekannten und theoretisch bewanderten Prof im Grundstudium in Mikro. Das war Karl Christian von Weizsäcker, der eine tolle Vorlesung gehalten hat. Allerdings waren wir, glaube ich, zu 600 oder 800 Leuten in dem Hörsaal. Und da ich nicht die Neigung hatte, nach vorne zu gehen, saß ich auch immer recht weit hinten. Und also die Vorstellung jetzt, man würde mal eben zum Prof gehen und ihn was fragen, war relativ abwegig. Ja, ich war auch sehr schüchtern und sehr also konnten mir das gar nicht vorstellen. Das waren so irgendwie so gottgleiche Geschöpfe, die man irgendwie nicht, zu denen man nicht den Kontakt suche. Wobei ich übrigens glaube, dass wenn ich jetzt hingegangen wäre und gefragt hätte, dann wäre das wahrscheinlich gar kein Problem gewesen. Aber es war alles schon sehr hierarchisch und unnahbar, kann man sagen. Gibt's noch andere Themen oder Punkte, die du damals quasi im Studium gelernt hast, wo du heute sagst, das ist Quatsch? Ja, ich habe viel und schnell gelernt und habe mir auch viel Gedanken gemacht. Und was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, dass keine Einigkeit besteht über viele Themen. Also wenn man ernsthaft nachdenkt und unterschiedliche Leute befragt oder auch nur die verschiedenen Profs mal sozusagen nebeneinander sich denkt, dann war mir schon relativ schnell klar, dass es da irgendwie nicht die eine Wahrheit gibt. Und vor allen Dingen war mir natürlich die Unsicherheit ist mir bewusst geworden. Und auch, ehrlich gesagt, politische Fehleinschätzungen, also Fehlprognosen. Also ich weiß noch, dass es war in meinem dritten Semester, glaube ich, da habe ich Wirtschaftspolitik gehört. Und das war gerade, wo die Mauer fiel, an der Zeitpunkt, wo die Mauer fiel. Und das war natürlich eine unheimliche Dynamik. Und da gab es tatsächlich die Vorstellung, dass Professors damals, der nun sehr
ordoliberal war und sehr marktliberal, wenn nicht radikal. Und da war die Vorstellung, dann können wir doch jetzt zwei deutsche Staaten nebeneinander machen. Und in der DDR machen wir sozusagen all die schlimmen Fehler, ne, mit Regulierung und ich weiß jetzt gar nicht, was, will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, weil ich mich nicht mehr so erinnere, aber jedenfalls diese wohlfahrtsstaatlichen Exzesse, ne, diese schlimmen Regulierungen und so, die es gab. Und dann bauen wir sozusagen einen zweiten deutschen Staat, die DDR, und machen daraus so einen marktwirtschaftlichen Musterstaat. Und der wird natürlich dann auch unglaublich florieren, weil der ja sozusagen entfesselt ist von all diesen regulierenden Schranken und Bremsen. Ne? Hört sich so ein bisschen wie nach dem Sturz von Pinochet an, wo dann die amerikanischen Neoliberalen und Milton Friedman und so weiter da einmarschiert sind. Ja gut, also die Parallele würde ich jetzt nicht ziehen, aber das ist durchaus möglich. Also und da hat sich ja dann sehr schnell gezeigt, dass allein die Vorstellung, dass die beiden deutschen Staaten nebeneinander existieren würden, haben sie ja mehrere Jahrzehnte, ne? Ja gut, aber nachdem sozusagen die Mauer gefallen war, war ja eigentlich klar, dass die politische Dynamik in eine ganz andere Richtung geht. Und da, das war sozusagen eine völlige Fehlprognose. Und es gab ja auch die Ideen, wie man dann die Wirtschaft umgestaltet und wie man das macht. Und das hat ja gar nicht funktioniert. Und was auch sehr klar war, ich habe eine Examensvorlesung gemacht, da haben wir uns aufgeteilt für die Examens-AG und ich musste dann in die Vorlesung Internationales Währungssystem gehen. Und der Hörsaal war wahnsinnig heiß und schwitzte man nur drin und es war eigentlich grottenlangweilig. Und was ich interessant war und mitgenommen habe, war das Urteil des Professors, dass damals das europäische Währungssystem mit festen Wechselkursen, mit einer gewissen Flexibilität, dass das doch jetzt fix ist und dass das funktioniert und dass da eigentlich nicht dran gerüttelt wird, dass das stabil ist. So, und dann war ich sozusagen, habe ich erstmal die schriftliche Examen gemacht und bin danach in Urlaub gefahren. Und während dieses Urlaubs brach das EWS zusammen, 92, ne? Und habe ich gedacht, so Mann, also irgendwie scheint das ja mit diesen, also das Wissen scheint nicht so groß zu sein, ne? Also jedenfalls nicht so sicher, was in der VWL herrscht. Und das war etwas, was mich dann auch weiter geprägt hat, ne? Die Vorstellung oder dass ein sehr unsicheres Wissen ist, dass das eine Sozialwissenschaft ist, in der ganz viele unterschiedliche Hypothesen und Ansätze existieren und in der es kein sicheres Wissen gibt. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Es kommt mir manchmal so vor, als ob Wirtschaftswissenschaftler so tun, als ob sie Naturwissenschaftler sind und so tun, als ob diese Ergebnisse, die sie präsentieren, wissenschaftlich fundiert sind und so weiter. Und du sagst jetzt, sind Sozialwissenschaften. Ja, also genau, ja, also ich sag mal so, das ist immer schwierig zu urteilen, was jetzt die Volkswirte oder Volkswirtinnen denken oder so. Aber es gibt sicherlich das darunter welche, die sich sozusagen gerade stark über die mathematische Methode definieren und gerade darüber sozusagen auch so eine gewisse Sicherheit dann erlangen und vielleicht auch ein gewisses Überlegenheitsgefühl gegenüber anderen Sozialwissenschaften, die nicht so sind. Aber ich habe andererseits auch eher doch schon das Gefühl, dass bei vielen auch das Bewusstsein dafür herrscht, dass das eben eine Methode ist, die aber nun mal die dominierende Methode ist. Und wenn ich sozusagen Karriere machen möchte, dann muss ich halt diese Methode verwenden. Aber ich glaube schon, dass da durchaus auch ein Bewusstsein dafür existiert, dass das jetzt nicht die Wahrheit generiert oder so. Ne? Jedenfalls ist das mein Wunsch, dass das Bewusstsein existiert. Und ich kenne eine Menge, bei denen das Bewusstsein vorhanden ist. Und es gibt sicherlich auch einige, bei denen das nicht so verbreitet ist. Mit welchen großen Denkern der Wirtschaftswissenschaften bist du denn im Studium in Berührung gekommen? Ja, also Marx offensichtlich nicht so viel. Nee, also das wäre das sicherlich nicht. Wir haben Keynes? Ja, also ehrlich gesagt, sag mal so, es gab, Köln ist ja eine große Uni und es war eine große Fakultät, deshalb gab es viele Profs. Und es gab auch einige, die sicherlich sag mal Keynes nahe standen und da auch Ahnung hatten. Aber ansonsten war das eigentlich eher so, gerade wirtschaftspolitisch war das so, also Keynes war tot, es war mehr oder weniger eine Irrlehre. Genau, also gerade was die Wirtschaftspolitik anging, war das schon eindeutig. Ne? Da wurde dann sozusagen gesagt, es gab so eine Neoklassik und dann gab es eben Keynes.
Und vielleicht musst du kurz mal unseren Publikum erklären, was der Unterschied, irgendwie kannst du das kurz erklären, Keynes, also, Neoklassik, Neoliberalismus? Okay, also die Neoklassik ist halt eine Richtung, die sagen wir mal, sich Ende des 19. Jahrhunderts stark herausgebildet hat und die auch vor allen Dingen in der Methode versucht hat, die Ökonomie ganz eng an die Naturwissenschaft anzubinden, also letztlich so nach dem Vorbild der Physik zu schaffen. Und wenn man es zusammenfassen würde, kann man sagen, das ist letztlich eine Harmonielehre, wonach der Markt zum Gleichgewicht führt und sozusagen, sich, wenn er sich frei entfaltet, immer zum Gleichgewicht führt und dann eigentlich auch zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Optimum. Ja, so. Und dann gab es eben, sagen wir so, das war natürlich eine Lehre, die in der Weltwirtschaftskrise auf eine harte Probe gestellt wurde, ne, als 1929 das richtig abstürzte und dann über mehrere Jahre hinweg die Wirtschaft immer tiefer in die Krise ging. Und wir dann tatsächlich, das kann man sich ja heute nicht vorstellen, ich habe das ja selber zum Glück auch nicht erlebt, aber das ist so wie Griechenland sozusagen, die furchtbare Krise, die da jetzt geherrscht hat, nur eben in der gesamten entwickelten Welt, in allen Industrieländern, also Arbeitslosenquoten von 20-30%, Wirtschaftseinbrüche von eben auch 10-15-20-30%, je nachdem. Also eine unglaubliche Katastrophe. Und da kam die Wirtschaft eben nicht von selbst wieder raus. Und sozusagen all das, was an Störfaktoren hätte da sein können, war auch nicht da, sondern die Politik ja im Grunde genommen da mal nichts falsch gemacht nach der herrschenden Lehre. Und das funktioniert dabei alles offensichtlich nicht. Und da war klar, dass der Markt nicht zum Gleichgewicht findet. Und dann kam eben, es gab schon Vorläufer. Das haben Sie also schon vor fast 90 Jahren kapiert? Aber diese herrschende Lehre ist ja heute eigentlich immer noch. Naja, ich glaube, ja, sie existiert auf jeden Fall noch. Natürlich existiert sie, aber ich glaube, es tut sich eine Menge. Und ich meine, wenn jetzt diese Sichtweise tatsächlich vorherrschen würde noch, dann hätten wir jetzt nicht ein Konjunkturpaket und wir hätten jetzt auch keine staatlichen Reaktionen, wie wir sie in Deutschland haben. Aber warum herrscht, gibt es trotzdem noch viele prominente Vertreter auch in Deutschland, die dieser Lehre anhängen? Nachdem sie vor 90 Jahren schon quasi. Naja, das ist man muss ja aufpassen, ne, mit Vorwürfen. Und ich finde, dass, also die VWL hat sich im Prinzip so in Pendelschlägen entwickelt. Ne? Also wir waren sozusagen der eine Pendelschlag war halt die Neoklassik. Und in der Weltwirtschaftskrise war klar, das funktioniert nicht. Und dann kam der Keynesianismus auf. Und dann gab es sozusagen den Pendelschlag in die andere Richtung, wo klar war, der Staat, der Markt findet nicht von alleine ins Gleichgewicht. Und es bedarf halt der staatlichen Intervention. Der Staat muss gegenhalten. Der Staat muss für Vollbeschäftigung sorgen, ist gefragt. Und das war ja dann lange Zeit, 50er, 60er, bis noch in die 70er Jahre eigentlich Konsens. Und dann ging das Pendel aber sozusagen dann über Monetarismus, Neuklassik und so weiter wieder zurück. Kam ja so aus Amerika und ja, genau. Großbritannien, ne? Ja, das ist wieder zurück. Und ich glaube, dass dann eben viele eher sozusagen in diesem Pendelschlag sozialisiert worden sind oder auch ausgebildet. Du ja eigentlich auch. Also der Neoliberalismus wurde gerade groß und dann. Das stimmt, ja. Bei uns gab es schon wieder so einen leichten Hang zum Neukeynesianismus, wo sozusagen mit neuen Methoden, aber letztlich auch wieder gewisse staatliche Interventionen doch befürwortet wurden oder zumindest als sinnvoll erachtet wurden. So, und jetzt würde ich sagen, erleben wir ja gerade die zweite tiefe, schwere Krise, aus der uns der Markt nicht rausholt. Und ich habe den Eindruck, dass die Lehre gelernt ist jetzt. Also das, was wir, ja, ich hoffe darauf. Also ich meine, ich erinnere mich halt daran, als die Finanzkrise kam, da war das schon so, da haben einige gesagt, das ist jetzt das Ende des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus ist ja sozusagen der politische Arm sozusagen der einfachen neoklassischen Theorie, ne? Also sozusagen, wenn man so will, jetzt Marktliberalismus bis hin zum Marktradikalismus. Und kurz überlegen, und da haben einige schon gesagt, jetzt, nachdem diese deregulierten Finanzmärkte
Und die ganze Deregulierung und Sozialstaatsabbau und auch Staatsabbau und so, nachdem das alles ja im Grunde genommen sich als problematisch erwiesen hat, jetzt ist das Ende erreicht und jetzt geht's in die andere Richtung. Ja. So. Warum war es denn nicht so? Da waren die Beharrungskräfte halt sehr groß und es kam ja zu einem Ultra-Backlash, muss man sagen. Also was dann so in Europa in der Euro-Krise passiert ist, das ist ja nochmal, das hätte ich mir selber nicht, also ich war zwar skeptisch, dass das sozusagen jetzt die Befreiung ist, aber das in der Form so brutal im Grunde genommen neoklassisch reagiert werden würde, das habe ich nicht für möglich gehalten. Aber es hat sich ja auch als die Katastrophe herausgestellt, die wir alle gesehen haben, ne, in Europa, in der europäischen Peripherie. Da war die deutsche Regierung ja auch mit stark mitverantwortlich für. Das ist richtig, da die heutige Kanzlerin war auch. Ja, wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie da die treibende Kraft gewesen ist. Aber tatsächlich ist das so, dass die deutsche Politik hat sich da absolut nicht mit Ruhm bekleckert. Das war schon ein schlimmes Kapitel. Also sind wir mitverantwortlich für die Katastrophe, die ja, gerade. Ja, sicher. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch mit mir im Reinen insofern, als ich also noch Vorträge von mir habe, wo ich im Jahr 2010 schon gesagt habe, also sozusagen, oder auch dann 2011, wenn diese Austeritätspolitik, diese Kürzungspläne, wenn die umgesetzt werden in Europa, im Süden, dann ist das eine ökonomische Katastrophe, es wird eine soziale Katastrophe und es wird auch eine politische Katastrophe, weil sowas, na, das sind ja die Lehren aus der Geschichte, wenn wir eine soziale Katastrophe haben, dann schlägt das natürlich durch aufs politische System und dann gerät irgendwann die Demokratie in Gefahr, dann gibt es halt eine starke Polarisierung und dann bekommt man Riesenprobleme. Und ich fand das ehrlich gesagt ich meine, das war ja völlig einleuchtend. Das waren ja sozusagen die Lehren aus der Geschichte und habe das auch so vertreten. Und ich muss jetzt sagen, ich finde jetzt die Prognose ökonomische Katastrophe, wenn man sich anschaut, was in Griechenland, Italien, Spanien, Portugal passiert ist, war keine schlechte Prognose. Und soziale Katastrophe, gut, da ist ganz viel Sozialstaat abgebaut worden, da sind ganze Tarifvertragssysteme, also ganze sozialpartnerschaftliche oder Parteiensysteme sind zerstört worden und da sind politische Landschaften am Ende durcheinander gerüttelt worden. Es hat natürlich eine Polarisierung gegeben und man kann von Glück sagen, dass die Polarisierung noch nicht so stark durchgeschlagen ist, dass am Ende Europa vor die Hunde gegangen wäre dabei. Also man hat ja noch die Kurve gekriegt, bislang. Aber warum haben sie es gemacht? Warum hat die deutsche Regierung diese katastrophale Politik also gemacht? Ich halte das sozusagen, die Vorstellungen, die da umgesetzt wurden, das halte ich tatsächlich für eine Irrlehre. Also diese Vorstellung, man muss jetzt den Haushalt konsolidieren und muss auf Teufel komm raus, sozusagen um die Finanzmärkte zu besänftigen, die Staatshaushalte sanieren. Auch die Vorstellung, dass das dann vielleicht mal kurz wehtut, aber am Ende dann eben alles saniert ist und gut läuft. Und das hat sich aus meiner Sicht ja auch bestätigt, dass es nicht funktioniert hat. Ja, und aber das ist eben tatsächlich so, dass eben diese ordoliberale Lehre, nach der es so ein paar eiserne Glaubenssätze gibt, ne, zu denen halt auch gehört, der Staatshaushalt soll möglichst ausgeglichen sein, der Staat soll sich raushalten, soll nicht gegensteuern in der Krise, das ist alles gefährlich, die Zentralbank soll sich möglichst auch auf Inflationsbekämpfung beschränken, soll da auch besser nicht einschreiten. Ist ja immer noch so. Ja, ja, das und das sind eben Sachen, die da nicht funktionieren, ne? Und das ist eben sehr weit verbreitet gewesen und das ist eben eine Lehre, das ist halt ist eben über Jahrzehnte gelehrt worden und ist dann eben auch in die Apparate durchgesickert, auch in die Medien und überall rein. Und das war sozusagen aus meiner Sicht dann der Auswuchs dessen. Aber mein Eindruck ist, dass das auf dem Rückzug ist und dass ja mittlerweile einhellig, auch im Sachverständigenrat beispielsweise, die Ansicht vertreten worden ist jetzt noch, wir hatten ja Pressekonferenz zum
zu unserem Konjunkturupdate. Und da war einhellig die Auffassung, dass jetzt nicht der Augenblick ist, über Haushaltskonsolidierung zu sprechen, sondern dass jetzt die Konjunktur einen Schub braucht und dass die Frage, wann jetzt die Konsolidierung beginnt, eine Frage ist, die man stellen kann, wenn es soweit ist, aber nicht jetzt. Aber es ist ja lustig, dass man erst auf die Idee kommt, die Konjunktur, der Staat muss helfen, wenn wir in der Scheiße sitzen und nicht, wenn, um das zu verhindern oder wenn es... Ja gut, jetzt in dem Sinne, ich meine, was hätte man da machen sollen? Es war jetzt die Corona-Krise, war jetzt nun keine Krise, die man hätte vorhersehen können. Und da finde ich jetzt gerade, dass eigentlich schnell reagiert worden ist und in einer unglaublichen Geschwindigkeit sehr viel auf die Beine gestellt wurde, um das zu stützen. Also eine insgesamt, ne, man kann über die Details immer streiten dann, aber eine insgesamt unheimlich angemessene, sehr gute Krisenpolitik. Aber nochmal zurück zur Austerität und so weiter. Es war auch auffällig, 2008, 2009 hieß es noch, wir haben eine Bankenkrise, ja, weil die Banken und die Investitionsbanken das ausgelöst und verantwortet haben. Und dann irgendwann wurde es zu einer Staatsschuldenkrise. Naja, wobei das natürlich tatsächlich so war, dass, also Spanien ist jetzt ja mal ein Beispiel, die hatten ja und waren auch noch 2006 von der EU-Kommission gelobt worden dafür, dass sie eine vorbildliche Finanzpolitik betreiben. Die hatten 2% Überschuss im Staatshaushalt. Der Bankensektor war ja erst in Ordnung in Spanien. Das heißt, eigentlich waren die da gar nicht groß von betroffen. Die sind aber dann eben insgesamt in diesen Sog nach der Griechenland-Krise mit reingezogen worden. Und dann ist die Staatsschuldenquote ja geradezu explodiert in einer kurzen Zeit. Aber der Staat hat ja erstmal gegengesteuert, ne, und hat sozusagen den Privaten die Kohlen aus dem Feuer geholt. Genau. Und auch deutsche Banken gerettet. Und ja, dann wäre es eine Staatsschuldenkrise, weil die Bankenkrise bewältigt werden musste. Ja, so sieht's aus, genau. Und es ist schon auch, sag mal, eine bittere Ironie, wenn man sich das überlegt, ne, dass erst die Deregulierung des Finanzsektors in die Krise führt. Dann rettet der Staat sozusagen den Finanzsektor und dann sagt man, aber weil jetzt sozusagen der Finanzsektor ja den Staat beherrscht und von oben drauf schaut, muss jetzt der Staat die Sozialleistungen kürzen und die Leute entlassen. Ne? Also das ist natürlich schon eine unglaubliche Geschichte gewesen. Aber wie gesagt, das ist natürlich schlimm. Das ist ein ich habe da ganz viel zu geschrieben und auch Vorträge gehalten und mich wahnsinnig geärgert und habe darunter auch sehr gelitten, weil ich das fürchterlich fand, weil es geht ja um Menschen, ne? Und also das ist schon war wirklich ganz schlimm. Und es ist letztlich ein pathologischer Lernprozess gewesen, den man nicht gebraucht hätte, also das pathologische Element. Aber mein Eindruck ist eben, dass dann doch schrittweise verstanden worden ist. Und sowohl auf EU-Ebene als auch jetzt in Deutschland wird jetzt ja anders und vernünftiger reagiert. Und spätestens seit 2015, würde ich mal sagen, hat man auf EU-Ebene zumindest begriffen, dass man nicht mit dieser Sparpolitik, dieser Kürzungspolitik weiterkommt. Und dann wurden langsam die Zügel gelockert und es wurden leichte expansive Impulse gesetzt und man hat den Staaten wieder mehr Luft gelassen. Die Europäische Zentralbank ist eingeschritten und hat sozusagen gesagt, wir schreiten ein, also wir verhindern, dass die Staatsschuldpapiere ein Problem bekommen, ne, auf den Finanzmärkten. Und danach konnten sich die Länder ja dann erholen. Und ich glaube, die Lektion ist dann auch gelernt worden. Und die EZB stand jetzt schon wieder bereit und hilft. Und die EU hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, sagen wir mal, dann auch Hilfsmaßnahmen eingeleitet, hat auch den ganzen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der sozusagen auch finanzpolitische Fesseln anlegt, erstmal aufgehoben für die Zeit der Krise. Und jetzt ist ja sogar ein Paket mit Unterstützungsleistungen im Prozess, mit gemeinsamen Schulden, die praktisch die EU aufnimmt. Das sind eigentlich ja unglaublich vernünftige Sachen. Und ich erinnere mich irgendwie noch vor der Corona-Krise, als die italienische Regierung
keine Ahnung, mehr Schulden machen wollte, um ein Wirtschaftsprogramm zu machen. Da ist dann in Europa oder auch in Deutschland so, sag mal, haben die einen Schuss? Sollen wir da, das können wir doch nicht durchgehen lassen. Ja, also ich glaube, was da jetzt auch, also zu Italien können wir uns noch lange unterhalten, aber was da, glaube ich, auch sehr geholfen hat, das war, dass die diese Corona-Krise ist ja so offensichtlich keine Krise, die irgendwie mit übermäßigen Ausgaben oder irgendwelchen Fehlurteilen oder Fehlverhalten der Regierung zu tun hat. Und es ist vollkommen klar, dass die Corona Hilfe wurde nur so getan. Ja gut, aber jetzt die Corona-Krise und die Sachen, die da ausgelöst werden. Und gibt aus meiner Sicht den Ausschlag auch dafür, dass da auch alle einsehen, jetzt muss was getan werden. Also hat Italien quasi Glück, dass jetzt die Corona-Krise kam, damit sich was ändert? Also jetzt davon zu sprechen, wenn man zynisch ist. Das ist, und weil es zynisch ist, möchte ich das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Ja. Also das kann man ja so nicht sagen. Aber ist es für dich ein grundsätzliches Problem, dass die Staatsfinanzierung von den Finanzmärkten abhängig ist? Weil es gibt ja immer noch Ratingagenturen, die dann sagen, ja, also Italien bekommt 3 von 5 Sternen, Deutschland bekommt 5 von 5 Sternen. Ja, also ich halte das für ein Problem, dass sozusagen das freie, bitte? War das schon immer so? Naja, das Hauptproblem besteht ja darin, dass die Länder in der Währungsunion letztlich sich verschulden in einer Fremdwährung. Also sie haben zwar alle den Euro, aber sie haben eben keine eigene Zentralbank, keine nationale Zentralbank, die ihre Schuldpapiere absichern würde. Also die im Zweifel signalisieren würde, wenn da Kursstürze kommen und wenn die Renditen nach oben gehen, wir schreiten ein und wir kaufen die am Sekundärmarkt und stabilisieren damit den Kurs. So, und das ist ja eben das, was die Euro-Länder nicht haben. Und deshalb sind sie ja eben für Spekulationen, aber eben auch für Unsicherheit in der Krise. Also eine Krise ist ja immer eine Situation von Unsicherheit. Die Finanzmärkte können mit Unsicherheit nicht gut umgehen, also da gibt es Turbulenzen. Und dann ist völlig klar, dass dann eben die Unsicherheit sich eben an den unsichersten Stellen zeigt. Und dann geht man halt aus den Papieren raus, wo man Zweifel hat. Aber war das schon immer so, dass die Finanzmärkte die Staaten quasi finanziert haben? Es gab ja immer schon, es gab früher viel mehr Regulierung. Und es gab aber eben ja die nationalen Zentralbanken, die im Zweifel einschreiten konnten. Und man sieht ja, dass zum Beispiel jetzt, also gegen die US-Papiere oder gegen japanische Papiere oder gegen britische Papiere wird ja nicht spekuliert. Gegen Deutsche aber auch nicht. Gut, das ist dann sozusagen immer dann, wenn das relativ sicherste, auch mit der größte Markt für Staatsanleihen, da haben wir sozusagen Glück. Und ist es deshalb der Grund, warum wir, weil wir so in Sachen, also im Euroraum die Besten sind oder von den Finanzmärkten als die Besten angesehen werden, dass wir deshalb sagen, nö, also darum sind wir gegen Eurobonds, weil das würde ja bedeuten, dass das, was für Deutschland gilt, dann für alle gelten würde, dass wir alle die Schulden des anderen quasi. Also ich weiß nicht, warum das so gedacht wird, das ist natürlich auch, da sind zum Teil unterschiedlichste Vorbehalte. Aber Tatsache ist eben, dass als sozusagen der Euro beschlossen wurde, die gemeinsame Währung, da hat sich eben sehr stark die sehr konservative, nach ordoliberalen Prinzipien agierende deutsche Regierung und diese deutsche Position durchgesetzt. Und da hat sich dann auch weiter nichts ergeben. Und es war nur so, jetzt die Europäische Zentralbank muss ja dafür sorgen, dass die Inflation nicht aus dem Ruder läuft, aber das geht ja auch in die andere Richtung, dass es keine Deflation gibt, dass sie ihr Ziel erreicht. Und deshalb muss sie halt auf Teufel komm raus gucken, dass sie den Laden am Laufen hält. Und wenn die das nicht gemacht hätte, dann gäbe es heute keinen Euro mehr. Also wenn die 2012 nicht dieses Whatever it takes von Draghi, wenn das nicht gekommen wäre, dann wäre der Euro heute futsch. Es gab ja auch hier Bundesbankchef Weidmann, der dann immer wegen Draghi so, oh Gott, das führt ja zu Inflation und so weiter, ist ja überhaupt nicht eingetreten. Nee, also die Inflationssorgen haben sich ziemlich als unbegründet erwiesen. Ich fand das ganz witzig, der Peter Bofinger, mein Vorgänger jetzt im Sachverständigenrat, der hat das, glaube ich, mal über mehrere Jahre, ich glaube über 6 oder 7 Jahre, hat er das verfolgt und hat gesagt, also immer wurde gesagt, jetzt gibt es aber Inflation, jetzt gibt es
Probleme und deshalb muss jetzt. Und das ist sozusagen, das ist jedes Jahr in Folge wieder gesagt worden und nie ist es eingetreten. Und dann ist es vielleicht irgendwann auch eine schlechte Theorie. Ne? Aber das ist ja wie bei einem Jungen, der immer nach dem schreit, der Wolf und der Wolf kommt nie, irgendwann glaubt man ihm nicht mehr, aber hierzulande anscheinend immer noch. Ich meine, das heißt ja nicht, dass es nie Inflation geben kann, aber ich meine, es gibt ja keine inflationären Bedingungen. Also wenn die Wirtschaft brummt, wenn die Löhne kräftig anziehen, na, dann kommt Inflation. Aber sieht man nirgendwo, ne? Und in den Ländern, die sich immer noch nicht richtig von der Finanzkrise erholt haben, sieht man es erst recht nicht. Also wo ist da die Inflationsgefahr? Ne? Hat die EZB, die heutige EZB, die richtigen Aufgaben, deiner Meinung nach? Also wenn man so wahrnimmt, die kümmern sich ja hauptsächlich um Inflation. Ja, aber man könnte ja auch sagen, okay, ihr kümmert euch auch darum, dass jeder hier Arbeit hat oder Beschäftigung hat oder dass die Ökologie nicht unter unseren Wirtschaften leiden muss. Also das ist, man muss ja grundsätzlich sagen, wir haben ja eine unabhängige Zentralbank. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen Aufgaben, nämlich die Geldpolitik. Also Notenbanken waren ja früher also so eine Unterabteilung vom Finanzministerium, ne? Oder gab es zumindest, also in USA, in Großbritannien. Ach, die hatten damals schon diese Modern Monetary Theory. Naja, also das war sozusagen im Schatzamt, ja. Und diese unabhängigen Zentralbanken sind ja, dann kam in der Geschichte erst später. Und das ist ja die Vorstellung, dass man tatsächlich dem Parlament und damit auch demokratischer Politik ein Stück weit die Hoheit nimmt. Und die Idee ist halt, wenn man das nicht täte, dann würde es zur Inflation kommen. So, das heißt, man hat eine unabhängige Zentralbank. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wenn man der jetzt sehr viele Aufgaben noch gibt, die ist ja unabhängig und die unterliegt ja nicht in der Form der demokratischen parlamentarischen Kontrolle. Also muss man ein bisschen aufpassen und muss gucken, vielleicht gibt es ja noch andere Akteure, die nämlich das Parlament und die Finanzpolitik, die viel machen kann. Ja. So, und deshalb würde ich sagen, es spricht viel dafür, dass die Zentralbank auch stark auf Beschäftigung schaut. Also in den USA ist beispielsweise so, dass das Ziel Maximum Employment, also maximale Beschäftigung, neben der Preisniveaustabilität ein gleichgewichtiges Ziel ist. Das hätte man natürlich auch machen können, das ist aber nicht gewollt worden. Und von wem? Naja, damals bei der beim Maastricht-Vertrag, als praktisch die EZB geschaffen wurde und die gemeinsame Währung. Aber natürlich wäre das ist eine lange Diskussion schon immer gewesen, soll die EZB nicht auch das Beschäftigungsziel stärker mit verfolgen? Was ist mit Klimaschutz? Ja, also... Warte mal kurz. Gerade ein Notfall. Ja. Aber wir sind ja gerade beim Klimawandel. Es passt ja. Ja, ich meine, ein bisschen gekünstelt. Aber ich meine, als Wirtschaftswissenschaftler muss man sich doch denken, wir können ja gleich mal darüber reden, ob du das überhaupt in deinem Studium gehabt hattest, also den ökologischen Aspekt. Aber ihr wollt ja auch, dass kein Unternehmen und die Wirtschaft auch nur 100 Jahre noch brummt und dass es die noch gibt. Und dazu braucht es doch einen heilen, gesunden Planeten. Also könnte man auch sagen, also, die EZB kümmert sich um Klimaschutz. Ja, die kann im Rahmen dessen, was möglich ist, kann sie ja was versuchen zu machen. Aber ich meine doch, dass die Hauptaufgabe liegt doch bei der Politik. Ne? Also das heißt bei Regulierung, bei der Umweltpolitik und auch bei der Finanzpolitik. Aber die Politik könnte ja auch das EZB-Mandat ändern. Ja, aber ja, ehrlich gesagt, warum soll sie nicht das demokratisch selber erledigen? Ne? Die Umweltpolitik und die Klimapolitik. Aber das heißt, EZB sollte damit nichts zu tun haben? Also, dass sie nichts damit zu tun haben soll. Ich meine, es gibt ja Vorschläge, da würde ich sagen, kann man diskutieren und kann vernünftig sein. Aber es ist ja nicht prioritäre Aufgabe der Geldpolitik. Warum? Also wir haben ja eine Umweltpolitik und wir haben ja andere Möglichkeiten, das zu tun. Würde ich das auch dadurch erledigen lassen. Es gab eine Zuschauerfrage von Lars Weißbrot, der fragte, was ist überhaupt Geld? Ja, gute Frage. Habe ich natürlich mitbekommen auf Twitter. Ja. Kannst du das kurz beantworten? Kurz? Ja, oder so. Naja, also die gängige Definition wäre, das ist ein allgemein akzeptiertes Zahlungs- und Tauschmittel, Geld. Und dann ist aber die Frage, ne, warum wird es eigentlich allgemein akzeptiert und kann eigentlich alles Geld sein. Und da kommt nur das Beispiel, dass es auch Zigarettenwährungen mal gegeben hat und all sowas. Aber letztlich ist es natürlich so, dass Geld
dadurch allgemein akzeptiert wird, dass es gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und da kommt man dann zu den Fragen, die es auch gegeben hat, ne, zu der MMT, zu der Modern Money oder Modern Monetary Theory, dass letztlich der Staat mit seinem Gewaltmonopol und der Möglichkeit, Steuern zu verlangen, in dem Augenblick das Geld zum gesetzlichen Zahlungsmittel natürlich macht, indem er sagt, du kannst deine Steuern und du musst deine Steuern in diesem Zahlungsmittel entrichten. Weil dann müssen alle dieses Zahlungsmittel haben und müssen das praktisch vorhalten. Und dann ist es klar, dass man damit auch allgemein bezahlen kann. Weil jeder kann damit seine Steuern bezahlen und muss sie bezahlen. Hier gab es, wo wir beim ECB schon sind, ich nehme mal hier noch eine andere Zuschauerfrage von Green New Deed. Wäre es gut, die Zahlungsfähigkeit der Eurostaaten ins EZB-Mandat zu schreiben und den Kapitalschlüssel, nachdem die EZB Bonds kauft, abzuschaffen? PEP hat gut gewirkt, warum nicht fortsetzen? Kannst du den ersten Teil der Frage noch? Wäre es gut, die Zahlungsfähigkeit der Eurostaaten ins EZB-Mandat zu schreiben und den Kapitalschlüssel, nachdem die EZB Bonds kauft, abzuschaffen? Ja, den Kapitalschlüssel, der ist ja, den hat sie sich selbst gegeben, den kann sie auch ändern, ne? Den Kapitalschlüssel. Manche wissen noch gar nicht mehr, was die Frage bedeutet. Ja. Okay, also es ist so, die EZB kauft Staatsanleihen auf und stabilisiert dadurch die Kurse der Staatsanleihen und verhindert dadurch, dass jetzt für die Krisenstaaten insbesondere die stark nach oben ausreißen. Und eine Staatsanleihe und, auch nochmal ganz kurz. Staatsanleihe ist ein Schuldtitel, also wenn der Staat sich verschuldet, gibt er eine Anleihe aus. Also die kaufen für 1 Milliarde Euro. Genau. Was von Italien. Und dann hat Italien 1 Milliarde Euro. Genau so ist es. Mhm. Ja. So, und die werden halt von der EZB gekauft. Also nicht direkt, sondern am Sekundärmarkt, Kapitalmarkt. Dadurch werden die Kurse stabilisiert. Das wird aber nach dem Kapitalschlüssel gemacht. Die einzelnen Länder haben halt einen Anteil bei der EZB am Kapital. Und deshalb werden dann zum Beispiel auch deutsche Anleihen gekauft. Obwohl die deutschen Anleihen jetzt ja eigentlich am Markt nicht unter Druck sind. Aber das führt halt insgesamt dazu, dass das Zinsniveau auf breiter Front unten gehalten wird und auch, dass deutsche Anleihen dann besonders nochmal profitieren. Ne? So, und da gibt es jetzt halt die Überlegung, dass man gezielt die Anleihen der Krisenländer auch vielleicht stützen muss oder potenzieller Krisenländer. Und dafür müsste man möglicherweise diesen Kapitalschlüssel aufheben. Ne? Und das ist sozusagen die eine Sache. Also tatsächlich ist das so, es ist die Aufgabe der Zentralbank aus meiner Sicht ganz klar, dass sie für den Staat auch die Zahlungsfähigkeit garantieren soll. Für jeden Staat. Das macht jede Zentralbank für jedes einzelne Land ja sowieso. Das Problem beim Euro ist jetzt halt, dass wir viele unterschiedliche Länder haben und dass wir sozusagen ja kein demokratisches Mandat haben. Ne? Und dann ist es so, dann beschließen die einzelnen Länder irgendwas und im Zweifel ist die EU-Institution ohne demokratisches Mandat, kauft sie dann sozusagen raus. Das ist natürlich ein Problem. Und deshalb ist eigentlich klar, dass man mittelfristig auf europäischer Ebene eben stärker in Richtung Demokratisierung gehen muss. Und man braucht dann eben auch eine stärkere europäische Finanzpolitik. Und Demokratisierung würde denn das heißen, was die Briten schon damals hatten, diese Modern Monetary Theory? Nein, das heißt nur, dass wir eine Finanzpolitik haben, die auf europäischer Ebene mehr macht und die auch natürlich vom Europäischen Parlament stärker kontrolliert wird. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass das, was jetzt als Kriseninstrument überlegt wird, dass sich die jetzt für die Corona-Krise, dieser Krisenfonds, dass dafür die EU sich insgesamt verschuldet. Das wäre ja sozusagen dann ein Schritt. Da wird es ja genau in die Verfahren implementiert und da wird dann auch das EU-Parlament drüber entscheiden. Und, aber ganz kurz, ja. Du bist für Eurobonds? Ich war immer für Eurobonds, jedenfalls für irgendwie allgemeine sichere Staatspapiere, weil die natürlich auch mit viel größerer demokratischer Legitimation von der EZB gekauft werden können. Was mit dem Euro-Finanzminister? Oder Finanzministerium. Ja, also das ist so eine Geschichte. Also ich bin für ein Euro, ein Euro-Raum-Budget tatsächlich. Das heißt für eine stärkere Finanzpolitik auf europäischer Ebene beziehungsweise auch auf Euro-Raum-Ebene. Aber kein Finanzminister. Und, Finanzministerin. Ja, das ist dann eine institutionelle Geschichte, kann es dann auch geben oder muss es dann vielleicht auch geben. Aber das wäre jetzt nicht die Priorität. Wichtig ist halt, dass man dann diesen Haushalt hat, mit dem dann was gemacht werden kann. Und wenn es dafür dann eine verantwortliche Person gibt, ist es natürlich auch gut.
Aber eine Schatzmeisterin, ein Schatzmeister. Ja. Wer soll das sonst sein? Gut, also es gibt ja die EU-Kommission, ne? Wenn das jetzt eine Abteilung vom EU-Haushalt wäre, gäbe es da ja Möglichkeiten. Genau. Aber das sind institutionelle Details, ne? Da muss man jetzt nicht so. Bist du offen für? Bitte? Wärst du offen für? Klar. Aber können wir irgendwie davon wegkommen, dass die Finanzmärkte, die Banken und Investitionsbanken den Staat finanzieren? Oder die Staaten finanzieren? Ja, ich meine, die Staatsverschuldung ist wichtig. Insofern braucht man das. Man muss halt nur die entsprechenden Instrumente haben, um zu verhindern, dass es dann zu Schuldenkrisen gibt, weil die Finanzmärkte verrückt spielen. Gut, zurück zu deiner Ausbildung. Welche Glaubensrichtung vertrittst du denn? Also bist Glaubensrichtung. Du, ja, also irgendwie, gut, wir hatten ja jetzt erst über Ordoliberale oder Neoklassiker geredet oder Keynesianer. Was bist du denn? Wie würdest du dich bezeichnen? Was ist deine Ideologie? Ja, was die Makroökonomie angeht, bin ich sicherlich Keynesianer oder stark keynesianisch geprägt. Mhm. Und finde es auch sehr spannend. Ich finde, Keynes war unglaublich genial. Also was der geschrieben hat, finde ich ganz fantastisch. Hat er in die unsichtbare Hand des Marktes geglaubt? Keynes. Ja, also hat er Adam Smith übernommen? Sicherlich. Hans-Werner Sinn hat hier gesessen auf deinem Platz und meinte, die gibt's und daran glaubt er. Ja. Ist ein bisschen wie Gott und Religion, ne? Ja, hat was Religiöses, das stimmt. Nein, ich glaube nicht an die unsichtbare Hand des Marktes. Was soll das denn sein? Also es gibt bestimmte, ja, was allein Marktkräfte zu sagen, ist schon schwierig. Es gibt ja bestimmte Tendenzen, die sich auf Märkten einstellen oder auch nicht einstellen. Was meinen die von Marktkräften reden? Na, das ist die Vorstellung, das ist ja auch die physikalische Analogie, ne? Da gibt es also eine Kraft wie die Gravitation oder so, und es geht dann irgendwie ins Gleichgewicht. Ja. Ne? Darum denken sie sind Naturwissenschaftler. Ja, aber das Problem ist ja, dass sozusagen theoretisch wir jetzt im allgemeinen Gleichgewicht immer noch nicht wirklich wissen, wie wir von einer konkreten Situation von einem Ungleichgewicht ins Gleichgewicht kommen, auf welchem Pfad genau und welche Kräfte da wirken. Ja. Also relativ schwierig. Also bist du Keynesianer? Ich bin sicherlich Keynesianer, wobei jetzt eben auf manchen Gebieten wieder, also wie jetzt beispielsweise Umweltökonomik, da hat der Keynesianismus nicht so viel zu bieten. Das ist halt sozusagen eine Richtung, eine Theorie-Richtung für einen Bereich, nämlich die Makroökonomik. Aber fürs Klimaproblem beispielsweise ist da jetzt ja nicht unmittelbar was zu holen. Kommen wir gleich. Insofern muss man pragmatisch sein und finde muss halt gucken, aus den unterschiedlichen Theorien, die es gibt, muss man halt gucken, sozusagen so ein Werkzeugkasten muss sehen, dass man sich das Richtige aussucht, um gesellschaftlich wichtige Ziele zu erreichen. Ich habe auch mal, das steht auf der Homepage beim Sachverständigenrat, weil mir das wichtig ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, meine Vorstellung ist, dass die Ökonomie eigentlich oder die Ökonomik soll eigentlich eine Ermöglichungswissenschaft sein. Das heißt also jetzt nicht Wolkenkuckucksheim, ne? Wir machen alles möglich, aber es gibt viele gesellschaftliche Probleme und die werden demokratisch definiert, was das ist. Und dann ist es Aufgabe der Ökonomie, nach Lösungen zu suchen und sozusagen der Gesellschaft die Lösung ihrer Probleme zu ermöglichen. Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Das wäre meine Vorstellung von Ökonomie und auch von Wirtschaftspolitik, was sie tun soll. Oder anders gesagt, für wen ist die Wirtschaft da? Genau. Ja, für die Menschen natürlich. Soll sie fürs Gemeinwohl sorgen? Natürlich soll sie das. Tut sie das? Das kommt darauf an, wie sie reguliert wird. Und wie die Gesellschaft selbst wiederum die Wirtschaft einsetzt auch. Ne? Und die Ordoliberalen haben die Vorstellung, indem die Wirtschaft nicht reguliert wird, sorgt sie für Gemeinwohl. Nee, das kann man so ja nicht sagen, weil die Ordoliberalen ja auch auf einen starken Staat, auf die Rahmensetzung großen Wert legen. Ja, aber, und die Vorstellung ist, wenn man den richtigen Staat, der wenn man den, das Eigentum schützt. Ja, aber auch den Wettbewerb schützt beispielsweise. Ja. Das ist ja schon, muss man schon so sehen. Und die Idee ist halt, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen setzt, dann kommt die Wirtschaft sozusagen aus sich heraus schon zu sehr guten Lösungen. Ist Volkswirtschaft und Ökonomie dasselbe? Nur ein anderes Wort. Ja, diese Volkswirtschaft, das klingt schon so ein bisschen antiquiert natürlich. Irgendwie die Lehre von der Wirtschaft. Und also jetzt mit dem Volk, es gibt ja durchaus eine internationale Wirtschaft. Also ich habe dann eigentlich lieber die Ökonomie oder Ökonomik. Ne? Also Ökonomie ist sozusagen die Wirtschaft und die Lehre von der Wirtschaft ist dann die Ökonomik. Das wäre so also die korrekte Ableitung. Ne?
Bist du Kapitalist? Kapitalist? Also selber nicht, also ich bin selber sicherlich nicht. Ich bin ja, gut, ich bin Beamter, ne? Das könnte man schon sagen, das reicht, um kein Kapitalist zu sein. Nee, also ich habe jetzt selber keine großen Anlagen oder so und ich bin ja jetzt auch kein Unternehmer oder so. Aber leben wir im Kapitalismus? Sicherlich leben wir im Kapitalismus. Was heißt Kapitalismus? Der Kapitalismus heißt, dass sozusagen das Profitinteresse gibt und das Gewinnstreben. Das ist ja an sich nicht schlimm. Also es gab es ja auch in der DDR. Also gab Unternehmen, nee, die Profit machen wollten. Aber ja. Heißt Kapitalismus nicht Profitmaximierung? Also es ist ein Unterschied zwischen Profit machen und so viel Profit machen, wie es geht. Nee, mit dieser Begrifflichkeit, das finde ich immer schwierig. Ja, darum frage ich dich ja. Heißt das jetzt Gewinnmaximierung? Nee, ich meine, es gab lange Zeit und gibt einen regulierten Kapitalismus, der vieles gut kann und mit dem man viel erreichen kann. Also der auch gesellschaftliche Ziele erreicht und der den Menschen auch Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Aber es muss eben stark reguliert sein und es bedarf eben auch vielfältiger Staatseingriffe, um das hinzubekommen. Also aus sich heraus macht der Markt gar nichts. Das geht schief. Meinst du, dass wir das werden wir nicht mehr erleben, aber im 22. Jahrhundert noch von Kapitalismus sprechen werden, dass es den noch gibt? Ich habe ja gesagt, ich bin, was das angeht, bin ich definitiv Keynesianer und Keynes hat immer gesagt, was in 30, 40, 50 Jahren ist, das ist sozusagen nachtschwarze Unsicherheit, das können wir nicht wissen. Das ist fundamentale Unsicherheit. Da habe ich keine Ahnung, was da ist. Wie ist das? Wir leben ja in einem System, das auf Wachstum aufbaut und was uns quasi zu Wirtschaftswachstum zwingt. Ja. Warum ist das so? Bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie wir das vielleicht abschaffen können. Na, wie gesagt, das kapitalistische System ist tatsächlich so, dass Profite erzeugt werden sollen. Das heißt, es muss ja immer mehr werden. Und da ist sozusagen ein Wachstumszwang angelegt. Warum, muss das immer mehr werden? Naja, man bekommt Kredit, man möchte dann Gewinn machen, muss die Kredite bedienen und man strebt immer nach einem Überschuss und immer nach einem Mehr. Und das führt sozusagen automatisch dazu, dass da so ein Wachstumszwang drin ist. Wobei ich mir eben, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so ist und ob es nicht auch Möglichkeiten gibt, sagen wir mal, mit anderem Wachstum oder auch vielleicht mit weniger Wachstum oder Nullwachstum klarzukommen. Das muss ich nur ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich beschäftige mich auch mit den Fragen. Es gab zum Beispiel schon Pressekonferenzen, wo anwesende Journalisten, nämlich du, gefragt haben, wie ist denn das eigentlich? Können wir da noch weiter wachsen oder müssen wir nicht Nullwachstum machen oder sogar schrumpfen? Und mit den Fragen muss man sich auseinandersetzen. Und tut ihr Wirtschaftsweisen das? Also beschäftigt ihr euch mit der Abkehr vom Wachstumszwang? Weil da ist ja gerade im Hinblick auf den Klimaschutz und Klimawandel das Problem, wir leben in einem endlichen System, der Planet hat seine Grenzen. Also wir haben uns natürlich ja sehr ausführlich mit dem Klimaschutz beschäftigt. Wir haben ja letztes Jahr ein Sondergutachten dazu gemacht. Und ich würde sagen, also im Sachverständigenratsgesetz steht drin, eines der Teilziele, ne, des magischen Vierecks ist angemessenes und stetiges Wirtschaftswachstum. So, und das kann man natürlich jetzt ist interpretationsfähig, was angemessen ist und was stetig dann bedeutet. Aber da würde ich sagen, wenn man eine weite Interpretation anlegt, könnte da durchaus auch sehr geringes Wachstum oder qualitatives Wachstum oder andere Formen des Wachstums mit gemeint sein. Was ist denn heute also damit gemeint? Das ist das BIP, das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt steigt und dann ist halt die Frage, was angemessen ist, aber wahrscheinlich wären 2% nicht schlecht. Ne? So, also würde man sagen, wenn wir jetzt immer mit 2% wachsen, dann haben wir eine angemessene BIP-Steigerung und vor allen Dingen haben wir eine gute Beschäftigungssituation. Aber das haben wir, seitdem ich quasi erwachsen bin und die deutsche Wirtschaft verfolge, haben wir doch immer nur so ein BIP-Wachstum von 1 oder 2% gehabt. Also dann läuft das doch ganz gut hier, oder was? Aber wir zerstören ja trotzdem weiter die Umwelt. Ja, also gut. Jetzt reden wir über Klima, ne? Ja. Das hat ja beides miteinander zu tun. Klar. Aber du erkennst an, dass wir nicht mehr so weitermachen können mit unserem Wirtschaftswachstum. Weil das den Planeten zerstört. Ja, das erkennst du an. Genau. Also nochmal, Ermöglichungswissenschaft. Und wir müssen nachdenken. Wir haben Klimaziele.
Deutschland hat sich verpflichtet, gegenüber der EU und natürlich auch im Pariser Abkommen, die Treibhausgasemissionen massiv zu reduzieren. Und das ist ein klar demokratisch legitimiertes gesellschaftliches Ziel. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir das hinkriegen. Und da gibt es jetzt eben die eine Sichtweise ist die, wir machen sozusagen Green Growth, ne, also grünes Wachstum. Mhm. Und das heißt, wir können weiter wachsen, aber wir wachsen qualitativ und wir schaffen es tatsächlich, das Wachstum zu entkoppeln vom Ressourcenverbrauch und von den Klimagasen und dann kriegen wir das hin. Dann können wir weiter wachsen und alles ist in Ordnung. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es die andere Sichtweise, die sagt, es ist eigentlich nicht möglich, diese Entkopplung hinzubekommen. Hm. Also alle Trends, die man gesehen hat, deuten darauf hin, dass das nicht so ist. Das ist die Behauptung. Und deshalb geht es letztlich nicht ohne Einschränkungen beim Wachstum. So, und ich kann das nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wie es ist. Die eine Antwort, die man geben kann sozusagen für das Green Growth ist, wir haben es halt noch nicht richtig probiert. Und wenn wir das jetzt mit den richtigen Instrumenten versuchen und ernsthaft richtig machen, dann können wir das schaffen und es könnte gut funktionieren. Und ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Und die andere Frage ist halt, wie könnten wir vom Wachstum wegkommen? Und da ist eben das Problem, dass wir wissen, wie wir ungesund schrumpfen können. Ne? Also wir wissen, wie wir krisenhaft schrumpfen können. Und das hat halt massive Verwerfungen. Wir kriegen hohe Arbeitslosigkeit, wir kriegen soziale Probleme, wir kriegen politische Instabilitäten. Wenn wir die haben, kriegen wir übrigens auch das mit dem Klima nicht mehr auf die Reihe. Das ist eh klar. Ne? So, das heißt, also das wissen wir. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Das heißt, wir müssten eigentlich gesunde nachdenken. Schrumpfen. Genau, das gesunde Schrumpfen. Da müssten wir drüber nachdenken. Und da muss ich sagen, also wir haben ja in Duisburg, an der Uni Duisburg-Essen, das neue Institut für Sozioökonomie. Und da sitzen auch mehrere Kolleginnen und Kollegen, die sich unter anderem um diese Fragen kümmern und da Ideen entwickeln. Aber da muss ich sagen, das ist im Moment eben alles noch recht, hat ja auch noch niemand ausprobiert. Aber in die Richtung, finde ich, muss man weiter nachdenken. Aber Achim, ich weiß, ja. Du warst schon am Leben, ich noch nicht. Der Club of Rome hat in den 70ern schon genau das klar gemacht. Warum müsst ihr im Jahr 2020 in Duisburg erst damit anfangen, darüber Ideen zu entwickeln, 50 Jahre später. Also hättet ihr schon vor 50 Jahren damit angefangen? Ja, ich kann dir auch sagen, was gewesen wäre. Ich habe ja nach meinem Studium in Köln am Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut gearbeitet und da haben wir über ökologische Steuerreform gearbeitet. Das war von 1994 bis, ja im Prinzip bis 99, bis sie dann kamen, also die kleine rot-grüne ökologische Steuerreform. Und da weiß ich, dass wir damals schon darüber gesprochen haben, haben wir eigentlich noch genug Zeit? Kriegen wir das noch hin? Und da war die Diagnose, ja, wenn wir jetzt ordentlich anfangen, kriegen wir es schon hin. Gut, und ich denke, wenn wir zum Beispiel, wenn damals ungefähr europaweit so weitergemacht worden wäre, wie damals dieser deutsche Einstieg war, schrittweise fortgeführt, dann hätte man ein bisschen andere Schwerpunkte noch setzen müssen, glaube ich, hätten wir die Probleme, vor denen wir heute stehen, größtenteils schon im Griff. Es ist immer frustrierend, da zurückzublicken. Ne? Aber ich sage ja nur, also ich meine, ich zeige ja nur Offenheit dafür. Und ich gebe offen zu, ich weiß nicht, ob wir aus dieser ökologischen Sicht aus, ob wir weiter wachsen können. Und ich weiß nicht, ob das mit qualitativem Wachstum und Green Growth funktioniert. Ich weiß andererseits aber auch nicht, wie wir einen kontrollierten, gesteuerten Nullwachstums- oder Degrowth-Prozess hinkriegen. Und da wäre halt die Frage. Aber wird es nicht jetzt rein überlebenstechnisch Sinn machen, okay, wir treten auf die Bremse, wir machen erstmal den Planeten wieder gesund und dann können wir ja diese Green Growth-Sachen ausprobieren, anstatt jetzt quasi, während wir immer noch Vollgas geben, zu sagen, okay, vielleicht müssen wir gar nicht bremsen, vielleicht müssen wir gar nicht stoppen, sondern also, probieren das und kommen dann aber in 20 Jahren auf die Idee, okay, das hat auch nicht geklappt und dann ist wirklich alles gut. Ja, ich versuche mal eine positive Vision oder eine Idee, was ich habe. Mein Eindruck ist, dass gerade jetzt in der Corona-Krise ja viele Dinge nochmal überdacht werden. Also gerade die Gesundheitskrise und damit auch die Versorgung mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen ist ganz wichtig. Staatliche Handlungsfähigkeit ist ganz wichtig, das merken jetzt wohl alle. Aber was würden wir denn jetzt machen, wenn wir keinen handlungsfähigen Staat hätten? Nur mal zur Erinnerung, 2019 da warst du noch nicht, aber deine Wirtschaftsweisen haben mehr Wettbewerb im Gesundheitssystem gefordert.
Können wir froh sein, dass sie damit nicht... Ja, wenn das bedeutet hätte, dass wir dann weniger Krankenhäuser gehabt hätten, weniger Kapazität. Genau das. Man kann in Italien besichtigen, zum Teil, wie das eingeschlagen hat, weil da wirklich auch die Bettenkapazitäten reduziert worden sind. Ja, klar. So, und ich könnte mir vorstellen, jetzt ganz visionär gedacht, wenn dieser Schrumpfungsprozess muss ja nichts Schlimmes sein, aber der darf eben auf keinen Fall mit schwerwiegenden Umbrüchen für viele Menschen verbunden sein. Also im Sinne von Massenarbeitslosigkeit oder so, da muss man steuernd eingreifen. Das darf keine Polarisierung geben. Aber ein Anknüpfungspunkt ist natürlich letztlich Arbeitszeitverkürzung. Also und damit mehr Lebensqualität. Ne? Und das ist ja etwas, was vielleicht auch in so einer Corona-Krise nochmal deutlich wird. Vielleicht kann man da ja auch mehr Zeitsouveränität nochmal gewinnen. Das ist immer eine meiner Ideen, dass man aus einem 40-Stunden-Job einfach zwei 20-Stunden-Jobs macht. Dann gibt's gut, das zwei Arbeitsplätze. Klar, das ist natürlich, mit gleichem Lohn. Genau, das ist jetzt mal allgemein ein bisschen mechanisch, das funktioniert nicht überall, aber es gibt ja die Tendenzen. Und es hat ja auch beispielsweise jetzt in verschiedenen Tarifverträgen, auch bei der IG Metall, hat es das ja gegeben, wo eben auch die Möglichkeit eröffnet wurde, dann weniger zu arbeiten. Und das ist sehr stark nachgefragt worden. Und da stelle ich mir vor, das könnte eine Option sein. Und das wäre eine Vision, also um da jetzt wieder auf Keynes zu kommen. Keynes hat ja mal mitten in der großen Krise damals geschrieben, wie sieht die Ökonomie unserer Enkel aus. Und da hatte er die Vision, wir leben dann in der Zeit, in der wir die Produktivität entfesselt haben. Wir sind so produktiv, dass wir eigentlich mit ganz wenig Arbeit alles herstellen können, was wir brauchen. Und dann sind die Menschen zum ersten Mal in ihrer Geschichte frei, mit ihrem Leben und ihrer Zeit das anzufangen, also sozusagen ihre Bestimmung zu finden, ja, sich selber zu verwirklichen. Und im Nachhinein muss man sagen, das mit der Produktivität hat er gut vorhergesehen. Das mit der Arbeitszeitverkürzung hat er sozusagen, da hat er, glaube ich, einfach diesen Entfesselungsprozess mit diesem Konsumismus, mit auch dem demonstrativen Konsum, Statuskonsum, all diesen Dingen, also diesen Wettläufen, das hat er, glaube ich, da eben nicht auf dem Schirm gehabt und hat er gedacht, das ließe sich wohl anders regeln. Aber ich könnte mir tatsächlich, diese Vision ist nach wie vor, finde ich, attraktiv und da müsste man eben gucken, wie man da hinkommen kann. Aber wichtig ist eben, wenn das über Verwerfungen läuft, wenn da soziale Probleme entstehen, wenn da Arbeitslosigkeit entsteht, dann ist das Ding gegessen. Deshalb kann man jetzt auch nicht einfach sagen, so, toll, jetzt haben wir eine Krise, was für eine tolle Chance, ne? Ich sage jetzt mal gegriffen, ne, mit dem wir brauchen keine Flugzeuge mehr, ne? Dann lassen wir jetzt einfach mal die Lufthansa pleite gehen. Da haben wir schon mal einen Teil des Problems gelöst oder so. Der Markt. Ne? Nein, der Markt, ja, genau. So läuft das nicht. Ne? Das wäre ja gesellschaftlich absolut unverantwortlich. So kann man das nicht machen. Man muss die Leute mitnehmen, muss das hinkriegen. Aber wen muss man nicht mitnehmen? Ich verstehe natürlich, dass die Menschen und die Arbeitsplätze und das soziale Miteinander und so weiter, das darf nicht zur Verwerfung führen. Aber wen muss man nicht mitnehmen, wenn man sich vom Wirtschaftswachstum, von diesem Zwang verabschiedet? Wer muss leiden? Ja. Muss es ja irgendwen geben, der leiden muss. Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Also wenn es nachher so wäre, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Leute mehr Freizeit haben, in der, das ist natürlich so, also es würden eben, es müsste möglicherweise auf bestimmte sehr hohe Einkommen verzichtet werden. Ne? Sehr hohe Polarisierung der Einkommensverteilung. Aber das würde ich jetzt sagen, ist jetzt kein, wenn jetzt das oberste 1% am Ende weniger hat und 99% eine höhere Lebensqualität, würde ich sagen, ist natürlich normativ, kann ich als Wissenschaftler nicht entscheiden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gesellschaftlich mehrheitsfähig wäre. Komme ich gleich nochmal zurück. Ich würde mal beim Wachstumszwang ist es ja auch eine Eigenschaft, dass, weil es diesen Zwang gibt, wir gezwungen sind, die billigsten Ressourcen zu nutzen und nicht zum Beispiel die nachhaltigsten. Und das bedeutet ja bei den Rohstoffen zum Beispiel, dass wir, weil Öl so billig ist, wir weiterhin auf Öl setzen, auch im Jahr 2020 und wahrscheinlich noch in 10 Jahren. Mhm.
anstatt quasi die nachhaltigste Variante zu nehmen, die aktuell zwar noch teurer ist, aber sie würde ja, hätten wir schon viel früher damit angefangen, wäre sie jetzt wahrscheinlich billiger als das Öl. Also wie können wir diesen, von diesem Zwang wegkommen, die billigste Ressource mal zu nutzen, also die gleichzeitig die ungesundeste ist? Also da bin ich jetzt, ich kokettiere jetzt ein bisschen damit, aber also da bin ich jetzt dann wieder Marktwirtschaftler und glaube tatsächlich daran, weil ich damals ja das mit der ökologischen Steuerreform schon gut gefunden habe, da glaube ich tatsächlich, dass Preise natürlich in einem marktwirtschaftlichen System eine wichtige Rolle spielen. Und wenn es uns gelänge, die relevanten Preise, also den CO2-Preis oder eben für die Ressourcenpreise, soweit schrittweise zu erhöhen, dann würde der Markt schon, würden im Markt starke Anreize entstehen, genau die Ressourcen dann nicht mehr zu verbrauchen oder eben andere Ressourcen oder eben schonender damit umzugehen oder nachhaltiger zu sein. Oder kommen denn die das ist sozusagen die eine Seite. Und hinzu kommt aber auch, dass man natürlich einfach massive Investitionen braucht in Infrastruktur und sozusagen um den Klimawandel auch zu ermöglichen, auch überhaupt die Alternativen zu schaffen, damit die Leute auch umsteigen können auf andere Fortbewegungsmittel beispielsweise und auf günstigere klimagünstigere Optionen, Heizung und so weiter. Und da glaube ich, wenn wir da ist glaube ich schon mittlerweile die Erkenntnis weit gediehen, dass man auf der einen Seite diese Preissteuerung braucht und auf der anderen Seite halt wirklich einen starken, handlungsfähigen Staat, der da auch die Weichen stellt und entsprechend Infrastruktur anbietet. Und da glaube ich, kann man in dieser Kombination viel erreichen. Und ich habe auch den Eindruck, dass da tatsächlich die Sichtweise sich ändert. Ne? Also wenn ich jetzt mal überspitze, wir haben das ja mal, dann war das eigentlich so, seit der Thatcher-Revolution, Thatcher-Reagan und so und dann Friedman sozusagen und Hayek als akademische Vorreiter, war das im Grunde genommen so, deregulieren, Strukturwandel, privatisieren, Staat schrumpfen und Sozialstaat eindämmen, ne, und so weiter, Steuern senken, das war sozusagen so das Programm. Und mein Eindruck ist, dass wir da mittlerweile doch sehr weit von weg sind, dass es sehr viel pragmatischer läuft. Und wir, ein Beispiel jetzt im letzten Jahresgutachten, haben wir über Industriepolitik gesprochen. Sehr ausgewogen, wie ich finde. Produktivitätssteigerung, eben Klimaschutz, auch Klimaschutzinvestitionen. Und ich glaube, dass wir in diese Richtung uns weiterentwickeln werden. Also sowohl wissenschaftlich als auch dann in der praktischen Politik. Und ich glaube eben, dass wir, das ist wieder diese Ermöglichungspolitik, wir können ganz viel hinkriegen, wenn wir wissen, wo wir hinwollen und wenn wir das schrittweise umsetzen. Dann kann man ganz viel erreichen, gerade im Klimaschutz, aber auch eben was sozusagen auch sozialökologischen Wandel angeht. Es ist ganz viel möglich. Wenn wir wollen, und wir müssen uns halt diesen Vorstellungen, dass Wirtschaftspolitik darin besteht, möglichst die Steuern zu senken für Reiche und Unternehmen, weil die dann irgendwie das Wachstum entfesseln würden. Und den Staat brauchen wir dann nicht so sehr, der soll sich auf seine Kernaufgaben beschränken und öffentliche Verwaltung ist bürokratisch und blöd, braucht keiner. Das sind sozusagen die Fehler, die man nicht, und die Fallen, in die man da nicht laufen darf. Du hast gerade ganz kurz das magische Viereck von euch angesprochen, kannst du kurz erklären? Magische Viereck, das sind so die vier Ziele der Wirtschaftspolitik aus dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 und auf die ist auch der Rat verpflichtet. Und das ist einmal die Preisniveaustabilität, dann das stetige und angemessene Wirtschaftswachstum, dann der hohe Beschäftigungsstand und das außenwirtschaftliche Gleichgewicht. Ja, aber da haben wir doch in den letzten Jahrzehnten einiges versäumt, oder? Also wirtschaftliche Gleichgewicht. Deutschland, wir haben so eine große Exportwirtschaft. Ja gut, eine große Exportwirtschaft ist nicht das Problem. Wir nennen uns ja Exportweltmeister, das ist ja auch gefährlich für uns. Ich meine jetzt gerade, wir können jetzt durch die Corona-Krise gut kommen, aber wenn keine deutschen Produkte mehr in der Welt eingekauft werden, dann leiden wir ja auch darunter. Gut, also das ist natürlich auch ein Risiko von großer Exportabhängigkeit. Aber das Problem sind ja nicht die Exporte oder die Größe des Exportsektors, sondern der Exportüberschuss. Ne? Genau. Also der Leistungsbilanzüberschuss. Wir importieren nicht genug. Wir verkaufen viel geben sozusagen der Welt viel von unseren Waren, ne, und arbeiten viel und geben der Welt viel. Aber wir bekommen ja weniger zurück an realen Gütern und Dienstleistungen. Wie kommt das? Wir sind ultra wettbewerbsfähig.
Und wir haben natürlich über die über den Euro davon profitiert, dass wir keine, nicht in dem Maße eine Aufwertung bekommen haben, wie wir das bekommen hätten, wenn wir weiter die D-Mark gehabt hätten. Also in den Vergangenheit war es halt so, wir waren ultra wettbewerbsfähig, haben die Exporte gingen hoch und dann gab es irgendwann halt aber immer die Korrektur, dass die D-Mark ja ständig unter Aufwertungsverdacht stand und auch entsprechend schrittweise immer aufwertete. Und diese Aufwertung ist weg und das ist für uns sozusagen in dem Sinne gut, weil wir dann eben starke Exporte haben und auch weiter stark exportieren können. Ist aber natürlich für die Länder, die früher profitiert haben von der Abwertung, ja. Da sind wir wie bei Italien beispielsweise, ist eben schlecht, weil die dann eben entsprechend Wettbewerbsfähigkeit verlieren und ein großes Exportproblem bekommen. Das heißt, in den 90ern, das war ja das größte Geschenk für die deutsche Wirtschaft, ja. Dass wir das Eurosystem eingeführt haben, mhm. Wo dann diese Währungskorrektur, die es bei der D-Mark gab, wegfiel, mhm. Und wir jetzt machen können, was wir wollen. Naja, was wir wollen, ist ja so eine Frage. Ja, diese Korrektur, mhm. Gibt's nicht mehr. Ja, ich meine, das ist ja auch eine, es ist ja erkannt worden, dass das mit den Leistungsbilanzüberschüssen, den dauernden und sehr hohen, nicht gut läuft. Es gibt ja auch mittlerweile ein EU-Verfahren gegen übermäßige Leistungsbilanzüberschüsse und Defizite. Da hat sich Deutschland in dem Sinne durchgesetzt, dass der Schwellenwert für die Überschüsse größer ist als der für die Defizite, die für problematisch gehalten werden. Und letztlich so richtig bindend ist die Regel nicht. Aber das Problem ist, würde ich mal sagen, erkannt. Und das Interessante ist ja, es wäre ja für Deutschland oder für den deutschen Wohlstand eigentlich geradezu gut, wenn wir mehr importieren würden. Dann hätten wir vielleicht einen höheren Lebensstandard. Dann könnten wir hätten ja was davon. Aber machen wir das nicht? Ist nicht schlimm. Naja, so wie die Wirtschaft läuft, gibt es die Korrekturmechanismen nicht und dann haben wir entsprechend das nicht hinbekommen. Was wären denn die Mechanismen? Eine ganz große Rolle aus meiner Sicht hat gespielt, dass gerade in der ersten Hälfte der 2000er, ne, also 2001 bis 2005 oder 2007, der deutsche Staat ja massiv gespart hat. Da hatten wir so unsere Austeritätsphase, wenn man so will. Da wurde ja wahnsinnig gekürzt. Da hat sich die öffentliche Verwaltung zum Teil heute noch nicht von erholt. In Berlin kann man es besonders besichtigen. Ne? So, und das hat natürlich... Unter SPD und Grünen, das hat, ne? Das ist ein... Das ist Ironie der Geschichte. Ja, interessantes Kapitel, muss man so sagen. Ja. Genau. Habe ich auch damals stark kritisiert, keine Frage. Also, genau. So, das hat mich rausgebracht mit der politischen... Die Finanzpolitik stand sehr stark auf der Bremse, was natürlich die Binnenwirtschaft geschwächt hat. Und wir haben natürlich eine unheimliche Lohnzurückhaltung gehabt, gerade im Dienstleistungsgewerbe, mit schwacher Lohnentwicklung, schwacher Einkommensentwicklung, was eben auch den Konsum nicht gerade hochgehalten hat und entsprechend auch die Importe nicht gerade hat profitieren lassen. So, und das wäre sozusagen, wären die Mechanismen gewesen. Es ist ziemlich schwierig, kurzfristig auf jeden Fall, von diesen hohen Überschüssen runterzukommen. Das ist also eher eine langfristige Sache, wo man eben umorientieren muss. Man braucht viel staatliche Investitionen, eine expansive Finanzpolitik in diese Richtung und man braucht eben auch ein entsprechendes Lohnwachstum und auch wir könnten uns ja auch in der Dienstleistungsökonomie stärker entwickeln. Also wir reden immer von demografischer Entwicklung und Bedrohung. Also wenn wir das ernst meinen, haben wir eine Menge zu tun, unsere Gesellschaften umzustellen, eben auf die ältere Gesellschaft und die Bedürfnisse. Ja. Im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich, was Mobilität angeht, was da könnten wir unheimlich viel zu tun. Und das wäre so eine Sache, wenn wir, glaube ich, in diese Richtung schrittweise stark gehen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir auch eine stärker binnenwirtschaftliche Orientierung hinbekommen und dann auch diese Überschüsse reduziert bekommen. Ich meine, gerade so auf... Aber das geht nicht in 2 Jahren oder so. Nee, klar. Ja. Aber das fällt mir gerade ein. Also quasi so ein, ist ja ein bisschen nachvollziehbar, warum so ein Industriearbeiter, keine Ahnung, in der Kohlebranche oder in der Autoindustrie so sehr an seinem Job festhält, weil er weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwie in den Dienstleistungssektor gehe, da verdiene ich ja nur noch die Hälfte. Ja. Das ist ja eine der Folgen der jahrzehntelangen Politik, oder? Also wenn wir das geschafft hätten, dass Dienstleistungsjobs auch
besser bezahlt und ja. gut bezahlt werden, dann würde diese Beharrungskräfte ja. in diesen klimaschädlichen Branchen mhm. gar nicht so hoch sein. Ja. Also ich sag jetzt gar, bewusst wieder was Optimistisches, und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt meinen würde, dass das alles von selbst passiert und ein Selbstläufer so ein guter, sondern einfach, weil es ja nichts bringt, immer die Risiken zu betonen. Aber nehmen wir die Corona-Krise nochmal. Und da ist doch jetzt gerade das Bewusstsein für die systemrelevanten Berufe im Dienstleistungsbereich, ne, wie wichtig die sind. Das ist doch mal sehr stark öffentlich gemacht worden. Aus meiner Sicht eine Gelegenheit, muss natürlich auch Taten folgen lassen, da an der Entlohnung auch schrittweise was zu machen und die aufzuwerten. Was wären die Taten? Na, die Taten wären, ich meine, das ist natürlich, vieles davon muss über Tarifverträge natürlich laufen, ne? Und wir haben eben. Aber da mischt sich doch der Staat nicht ein, Achim. Da mischt sich doch der Staat nicht ein. Nee, das ist doch eine Sache zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ja, der Staat hat ja in der Vergangenheit schon viel getan, um sozusagen die Tarifverträge zu schwächen und auch, sag mal, die tarifliche, ja, die Tarifverträge zu schwächen, ne? Und entsprechend über andere Rahmenbedingungen. Man kann allgemeinverbindliche Erklärungen machen. Man kann im Beschaffungswesen, im öffentlichen Sektor kann man eben Tariftreue belohnen oder kann sagen, Tariftreue-Klauseln da einbauen. Das sind so Mechanismen, mit denen man das heißt, die Tarifverträge wieder... Nur ein Beispiel, also wenn keine Ahnung, ein Kreis oder eine Stadt oder das Land irgendwie Aufträge vergibt, dann wird als Bedingung gemacht, wir nehmen nur Arbeitgeber hier oder beziehungsweise Unternehmen, die nach Tarif bezahlen. Klar, ja. Und alle anderen sind ausgeschlossen. Ja, also jetzt, wie jetzt genau das ist, da gibt's ja, es gibt ja, gibt tariftreue Gesetze, aber das wäre die Richtung. Ich meine, wenn es so ist, dass wir einen fairen Wettbewerb haben wollen, dann ist ja immer die Vorstellung, der Wettbewerb ist ja, dass irgendjemand was besser kann und deshalb dann profitiert. Aber wenn das Besserkönnen daran besteht, dass ich die Leute einfach schlechter bezahle, und ich meine, was ist denn das für ein Wettbewerb sozusagen jetzt im Postbereich? Wo vorher halt man gut leben konnte von als Zustellerin oder Zusteller, wenn ich sozusagen ich einfach nur die Tarifverträge schwäche und über Konkurrenz dann dazu bringe, dass die Leute vollkommen ungesund sich selbst ausbeuten und am Ende noch Aufstockerinnen oder Aufstocker sind. Ja? Also das ist doch eigentlich klar, dass man das in den Griff bekommen muss wieder. Und das sind andere Mechanismen. Also die insbesondere die Tarifverträge wieder stärken, ne? Also die Flächentarif wieder stärken. Das ist das Wichtigste, was sozusagen für die Lohnstruktur und auch für eine gerechte Entlohnung wichtig ist. Und der Mindestlohn ist natürlich wichtig, indem man eine untere Schranke einzieht da. Was muss jetzt ein junger Mensch, der jetzt hier zuguckt, der kann ja nicht auf sein Plakat, wenn er demonstrieren geht, sagt, tariflichen Bereich Stärken raufschreiben. Mhm. Da verstehen ja die Menschen irgendwie nicht. Was heißt das konkret? Was wären denn konkrete Forderungen? Beispielsweise solche Tariftreue-Klauseln, also in der öffentlichen Beschaffung. Also öffentlicher Sektor kauft nur bei tarifgebundenen Unternehmen. Ne? Andere Sache. So. Das zweite ist eben eine allgemeinverbindliche Erklärung. Also wenn es so ist, dass sich in einem Bereich Gewerkschaften und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber geeinigt haben, dass man dann sagt, okay, auch in den Bereichen und für die Beschäftigten, die nicht jetzt da gewerkschaftlich organisiert sind, wird es halt übertragen. Das Ganze, das Tarifergebnis. Was macht man mit den Bereichen? Du hast gerade die systemrelevanten Jobs angesprochen, in Pflege und Supermärkten. Gerade in Ostdeutschland, glaube ich, in Berlin und Brandenburg, 80 oder 90% der... Ein weiterer Punkt ist jetzt, und dann sind wir doch bei einem Lieblingsthema, wir haben sehr viel über alle möglichen Sachen, ich bin ja sehr für Staatstätigkeit und Staatsfinanzen zuständig und für die Finanzpolitik. Und natürlich ist das so, der Staat ist ja öffentlicher Arbeitgeber. Und da ist natürlich auch klar, dass da, wo staatlicher Einfluss auch bei den Löhnen ist, müssen natürlich auch entsprechende Löhne gezahlt werden. Es ist ja auch schon so gewesen, dass in vielen Verwaltungen es schwierig war, qualifizierte Leute zu bekommen, weil der öffentliche Sektor da nicht mehr wettbewerbsfähig war. Also da muss natürlich auch was passieren in der Tarifstruktur. Und das heißt, da kann man aber nicht sagen, ja gut, da muss halt da jetzt irgendwie die Tarifstruktur geändert werden und dann muss halt irgendjemand anderes bluten. Sondern ist eben klar, dass der öffentliche Sektor entsprechend finanziell ausgestattet werden muss. Und das ist so, glaube ich, die Lehre jetzt auch nochmal aus Corona doppelt und dreifach. Es braucht einen handlungsfähigen Staat und der handlungsfähige Staat muss
finanziell ausgestattet sein, vernünftig, um die ganzen Sachen hinzukriegen. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was jetzt mit denen, die meisten, die in der Pflegebranche und keine Ahnung, an der Supermarktkasse arbeiten, Frauen, sind nicht Tarif im Tarifsektor, also sind nicht tariflich gebunden. Ja, für den viel weniger als der... Im Einzelhandel meinst du? Genau, oder bei der Pflege. Gut. Also ich habe jetzt, wie gesagt, da muss man sehr vorsichtig sein, ne, weil das ja zum Teil rechtlich dann problematisch sein kann oder so, aber grundsätzlich eben die Tarifverträge müssen ausgeweitet werden und im Zweifel muss eben dann eine allgemeinverbindliche Erklärung geben, dass sich die, es ist ja auch eigentlich nicht im Interesse der Unternehmen, sich gegenseitig runter zu konkurrieren oder eben nur über Ausbeutung letztlich am Markt bestehen zu können. Ne? Das ist doch der Punkt, da muss man hinkommen. Warum gibt es Ausbeutung in der Fleischindustrie und auf dem Spargelfeld? Also beziehungsweise warum beuten wir da sogar Ausländer aus und holen sie nach Deutschland, um sie auszubeuten? Ja, warum das so ist, weiß ich nicht, aber da sind offensichtlich die Mechanismen, da ist offenbar der Preisdruck so groß, und auch das Bewusstsein offenbar dafür, was man da zum Teil für Produkte dann auch bekommt. Das ist so eine Billigkonkurrenz, gegen die man vielleicht auch irgendwas tun müsste. Woher kommt der Preisdruck? Weil das ist ja nur in Deutschland so. Ja. Also in Deutschland haben wir das billigste Fleisch oder die billigsten Lebensmittel, wahrscheinlich in Europa. Könnten wir ja anders machen. Na, wir könnten, genau. Also man könnte natürlich auch einfach die Qualitätsstandards erhöhen, ne? Und dann müsste eben tatsächlich etwas mehr bezahlt werden. Und gesünder wäre das wohl auch, ne? Ja. Also könnte man natürlich in den Griff bekommen. Hm? Mal zur Vermögensverteilung. Hast du es ja vorher schon angesprochen. Aktuell, das war vor der Corona so, 46 Familien in Deutschland haben so viel Vermögen wie die untersten 42 Millionen Menschen. Was können wir dagegen machen? Oder sollten wir was dagegen machen? Also Hans-Werner Sinn hat ja bei dir gesessen und meinte so, müssen wir nichts machen. Ich finde schon, dass es ein Problem ist, ein großes sogar. Und ich habe dazu auch ein Minderheitsvotum geschrieben im letzten Jahresgutachten. Das heißt, die anderen vier finden das nicht so schlimm? Das ist immer schwierig zu sagen, was finden die jetzt schlimm oder was nicht. Aber jedenfalls, die wollen nichts dagegen machen. Die sahen keinen Korrekturbedarf. Mhm. Und man muss dann ehrlicherweise ja sagen, dass lange Zeit viele der Maßnahmen, die auch der Sachverständigen gerade, aber auch sonst viele Ökonomen und Ökonomen vorgeschlagen haben, würden ja dazu führen, dass die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung nochmal deutlich schiefer wird. Ne? Also da muss man natürlich auch mit meinem Verständnis, ne, dass wir eine Ermöglichungswissenschaft sind, die für gesellschaftlich relevante Ziele schaut, die Instrumente und die Lösungen zu finden, muss man natürlich gucken, dass das ein Problem ist. Und da muss man natürlich die Verteilungssituation unbedingt auf dem Schirm haben. Und da gibt es jetzt ja verschiedenste Gründe. Einmal ist es so, dass die Ungleichheit von ganz vielen Menschen als Problem aufgefasst wird, sie auch zu Frustration führt. Es gibt auch Studien, die sagen, dass letztlich die Ungleichheit sogar wirtschaftlich schädlich ist. Aber eine sozioökonomische Literatur, also wir haben am Institut in Duisburg für Sozioökonomie haben wir eine Preisträgerin mit einer preisgekrönten Dissertation, wo es tatsächlich genau darum geht, um die demokratische Partizipation und Ungleichheit. Und das, finde ich, ist eben etwas, was man eben dann auch wirklich nicht nur rein ökonomisch, sondern auch wirklich sozioökonomisch denken muss. Es gibt gesellschaftliche Phänomene und Probleme, die über die reine Ökonomie hinausgehen. Und die Bewahrung der Demokratie ist sicherlich das wichtigste Phänomen oder die wichtigste Zielsetzung, die man braucht. Und wenn es also so ist, dass die Polarisierung dazu führt, dass systematisch Menschen von der Partizipation in der Demokratie sich frustriert abwenden, wenn es so ist, dass einige wenige Familien oder meinetwegen das oberste 1% oder sonst letztlich in weiten Teilen bestimmen, in welche Richtung die Politik geht, dann haben wir ein Problem. Das wird auf Dauer sich nicht aufrechterhalten lassen. Und deshalb muss man unbedingt da was tun. Ist ja auch eine der, vereinfacht zu sagen, eine der Ursachen für den ansteigenden Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in der Gesellschaft.
Ja, wahrscheinlich ist das so, abgehängt sein und die Frustration, ganz sicher. Und dann sagst du, dass 80% deiner Wirtschaftsweisen das nicht so kümmert. Ja, wie gesagt, wie weise sind die denn? Wie weise sind die denn, wenn sie Ungleichheiten nicht? Wir sind ja qua amtweise, also von daher gibt's da keinen Zweifel. Aber das ist doch paradox. Na, wie gesagt, also das sind unterschiedliche Auffassungen, aber das ist jetzt ja auch so, das sind ja Werturteile, ne, im Hintergrund. Das macht mir Sorgen, und, wenn 80%. Ich glaube nicht, dass das repräsentativ ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wir haben jetzt ja eine neue Zusammensetzung, für die kann ich jetzt ja noch nicht sprechen. Also wir sind ja, wenn man jetzt sozusagen von mir beginnt zu zählen. Ihr skypt nicht jede Woche, oder was? Bitte? Ihr skypt nicht jede Woche. Na, wir haben jeden Monat eine zweitägige Sitzung und in Krisenphasen sicherlich noch mehr. Genau. Nee, aber. Das heißt, du hast noch nicht abgefragt. Sag mal, wollt ihr was gegen die Ungleichheit in Deutschland tun? Ja, also gut, was man festhalten muss, im letzten Jahresgutachten gab es den Dissens erstmal über die Einschätzung der Lage. Und da gab es schon Dissens. Wobei wir haben weniger über die Vermögensverteilung gesprochen als über die Einkommensverteilung. Und da war dann eben die, ich gebe jetzt erstmal meine Sichtweise wieder und es gibt da eine andere Sichtweise. Und meine Sichtweise war halt, dass letztlich die Einkommensverteilung trendmäßig ungleicher geworden ist. Es gibt unterschiedliche Maße, ne, dafür. Und die ist insbesondere von Mitte, Ende der 90er Jahre bis 2005 sehr stark ungleich, also sehr viel ungleicher geworden. So, und danach ist dieser Prozess gebremst. Aber ich finde, der Trend ist doch noch da. Und es ist ja bemerkenswert, dass trotz starke Beschäftigungsentwicklung und auch ziemlich guter Lohnentwicklung eigentlich, aber trotzdem sich das jetzt nicht umgekehrt hat. Also wir sehen ja jetzt nicht irgendwie eine Abnahme der Einkommensungleichheit. Was wir bräuchten und was dann würde ich sagen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg. So, und die andere Sichtweise war halt die, deshalb sozusagen der Dissens, war die, naja, aber seit 2005 ist es doch nicht mehr viel schlimmer geworden oder nicht mehr signifikant, statistisch nicht mehr signifikant nachweisbar. Aber für einige Indikatoren ist auch wieder signifikant, aber ist auch egal. So, und ich habe dann halt gesagt, naja gut, warum beginnen wir denn 2005 zu zählen? Genau. Und zählen die Jahre vorher nicht vielleicht auch mit rein? Zu Rosinenpickereien. So, ja. Gut, das habe ich nicht gesagt, aber das könnte jemand denken, der sich das anguckt, ja. Nehmen deine Kollegen wahr, dass wir den größten Niedriglohnsektor Europas geschaffen haben mit der Agenda 2010? Finden Sie das gut? Das musst du die fragen. Also, aber du erkennst das an. Ja, sicher. Ja. Klar. Ja. Müssten wir den wieder abschaffen? Ja, abschaffen. Also wir müssten was dagegen tun. Und der Mindestlohn beispielsweise ist ja schon politisch war hart umkämpft, aber ist natürlich eine richtige Maßnahme, um das in den Griff zu bekommen. Und da war es ja so, das war ja eine unglaublich umkämpft und umstritten. Und da haben ja ganz viele Ökonominnen und Ökonomen gesagt, also wenn wir diesen Mindestlohn einführen, dann gibt's ganz ganz starken Anstieg der Arbeitslosigkeit. Das wird ganz schlecht für die Beschäftigung sein. Ja, haben wir gesehen, was ist und was tatsächlich jetzt? haben wir jetzt erstmal nichts gesehen. Und die Studien, die es gibt, finden auch eigentlich keine nennenswerten. Warum haben Sie das behauptet? Sie hätten sich ja andere Länder angucken können, da war es ja auch nicht so. Warum ist das denn, lügen die oder? Das ist auch so. Aber wie kommen die darauf? Da glaube ich schon, dass die grundlegende Theorie, die man da anwendet, kommt halt erstmal zu dem Ergebnis, wenn ich über dem Gleichgewichtslohn einen Lohn einziehe, dann gibt es unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Es gibt aber natürlich jede Menge Theorien und Überlegungen, warum das nicht so sein muss. Und wie gesagt, ja auch jede Menge empirische Resultate, wonach das nicht so sein muss. Ich meine, klar ist, wenn ich jetzt den Mindestlohn auf 30 Euro setze, dass wir dann ein Problem kriegen, liegt auf der Hand. Aber sozusagen bei den Lohnhöhen, naja, also 30 Euro jetzt für alle immer zahlen, das bringt die ganze Struktur durch. Mindestlohn. Ja, mindestens 30 Euro pro Stunde. Ja. Ich wollte mit den 12 und den 24 kommen. Ja. Aber was ist mit den 30, wenn du schon 30 sagst? Was ist das Problem, in dem reichsten Land Europas 30 Euro pro Stunde zu zahlen? Nee, ich meine, die 30 Euro müssen ja erwirtschaftet werden. Ja. Ne? Und wie soll das passieren? Also die 30 Euro, das kann man in vielen Bereichen gar nicht erwirtschaften. 24 Euro. Und dann machen... würde ich auch noch für problematisch halten. 20 Euro.
Auch noch problematisch. Wann wäre es unproblematisch? Ja, es gibt ja die politische Diskussion jetzt gerade, den auf mindestens 12 Euro zu heben, damit ein Mensch, der sein Leben lang auf Mindestlohnbasis arbeitet, am Ende sogar also mehr Rente hat, als das, wenn du gar nicht arbeiten willst. Aber das kann ja nicht unser Ziel sein, quasi das zu machen. Also vielleicht also 15, 18 Euro? Na, es gibt Studien, also erstmal jetzt mit den 12 Euro, das ist ja, das bewegt sich ja. Ne? Also das ist ja, Löhne gehen ja üblicherweise nach oben. Mhm. Und das heißt, das ist ein bewegliches Ziel. Ne? Also wenn ich jetzt 12 Euro sage, dann bin ich in ein paar Jahren schon wieder meinen deutlich höheren Wert. Mhm. Ein guter Maßstab ist eigentlich, dass man sagt, 60% des Median, also des mittleren Lohns, das sollte unschädlich sein. Also da gibt es eine Reihe von Studien und Überblicke. Und also sozusagen in diese Richtung müsste man sich bewegen. Und das wären im Augenblick 12 Euro, würde aber natürlich dann mit steigenden Löhnen auch weiter nach oben gehen. Und das habe ich auch in einem Gastbeitrag in der Süddeutschen Zeitung mal so vertreten. Und da stehe ich auch nach wie vor natürlich zu. Also das wäre eine gute Peilung. Was sagst du zu einem Maximallohn? Maximallohn. Aber wenn wir von Mindestlohn sprechen? Also für Managergehälter. Dass kein Mensch mehr als 1.000 Euro pro Stunde verdienen darf. Mhm. Also ich bin, Ist das in deiner, als Wirtschaftswissenschaftler, ist das überhaupt möglich? Ist das möglich ist viel. Solche Obergrenzen. Also ich wäre da eher dafür, eben zu schauen, dass es relativ stark besteuert wird. Und wenn es stark besteuert wird, sind auch irgendwann die Anreize, so sehr hohe Sachen zu zahlen, dann nicht mehr so hoch. Und dann gleicht man da relativ viel an. Also wie wäre es mit dem Maximalvermögen? Also ich erinnere mich an Bernie Sanders, der jetzt im Wahlkampf, also er hat verloren zwar gegen Biden, aber er meinte so, es sollte eigentlich gar keine Milliardäre geben dürfen. Ja. Bist du dafür, dass es... Ja, ich war irgendwie so eine plakative Forderung. Nö, ich finde, es ist wichtig, dass wir eine gute Regulierung haben, dass wir ein gutes Lohnsystem haben, dass wir eine gute Entlohnung haben. Und natürlich sollen wir ein stark progressives Steuersystem haben, das halt mit hohen Einkommen, sehr hohen Einkommen, auch sehr hoch besteuert. Ja, aber wir können und damit profitiert sozusagen die Gesellschaft davon. Und möglicherweise werden dann auch sehr hohe Einkommen irgendwann unattraktiv. Ja, aber ich bin irgendwie nicht so sehr hohen Vermögen. Also wir können das über eine Vermögensteuer machen, dass die Vermögensteuer, sobald irgendwie über dem 999 Millionensten Euro, wird da gesagt 100%. Ja, ach, das wäre keine Vermögensteuer, das wäre schon eine Enteignung. Ne? Ja, gibt es das Recht, haben wir ein Grundrecht darauf, Milliardär zu sein? Nee, ein Grundrecht sicherlich nicht. Nein, aber ich glaube, es gibt da weniger plakative und trotzdem wirkungsvolle Maßnahmen. Und ich würde da eben tatsächlich erstmal auf korrigierende Steuern setzen. Vermögenssteuer? Ich bin tatsächlich nach wie vor Anhänger der Vermögenssteuer. Bei einer anderen vier? Immer gewesen. Wir haben die Debatte noch nicht gehört, aber von zweien bin ich sicher, dass sie nicht dafür sind, das ist klar. Nimm doch die Debatte mal mit für euren nächsten Bericht. Klar. Also mit der Erbschaftssteuer. Ja, die. Also eine wirkliche Erbschaftssteuer. Ja, genau, also da, das ist ja eine Steuer, die ist beliebter, sozusagen. Also die wird mehr geschätzt. Mhm. Und da habe ich auch selber Vorschläge mitgemacht. Und ich glaube, dass wir ohne weiteres zum Beispiel das Aufkommen der Erbschaftssteuer mittelfristig verdoppeln könnten, ohne dass wir irgendwelche negativen Effekte jetzt auf, also wir haben ja immer das Problem, dass wir dann Firmenerben haben oder Erbinnen, dass wir dann damit die Betriebe letztlich besteuern, ne? Und dass möglicherweise dann die Fortführung der Betriebe in Frage steht. Deshalb gibt es ja auch Ausnahmen von der Erbschaftssteuer. Die waren aber so großzügig, dass sie verfassungswidrig waren. Und dann hat man das wieder versucht zu korrigieren und hat jetzt
beim letzten Versuch wieder sehr großzügige Ausnahmen. Man hat so ein bisschen korrigiert, aber es ist letztlich dann doch so, dass man sich wieder sehr arm rechnen kann. Gerade beim Betriebsvermögen eben, wenn es vererbt wird. Und da würde ich schon sagen, das ist eine Frage der Zeit, bis das wieder kassiert wird vom Verfassungsgericht. Und dann muss man mit der nächsten Reform halt wieder in die Richtung gehen. Man könnte ohne weiteres das verdoppeln, das Aufkommen. Wir reden uns einerseits ein, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wollen dann trotzdem, also mehrheitlich, verhindern, dass es eine gute oder angemessene Erbschaftssteuer gibt, weil wenn es keine gibt, also so wie wir es jetzt haben, ist ja so, wenn ich jetzt dein Sohn wäre und du bist Milliardär oder hast ein geiles Unternehmen, dann bekomme ich das quasi, ohne irgendeine Leistung gehabt zu haben, sondern einfach nur, weil ich das Glück habe, als dein Sohn geboren zu sein. Das hat doch nichts mit einer Leistungsgesellschaft. Ja, deshalb ist ja die Erbschaftssteuer eigentlich auch eine, die auch dann im Zweifel ordentlich zugreift, also mit hohen Sätzen zugreift, ist ja eigentlich auch das Richtige. Ja, aber die Vertreter, die sagen, wir haben eine Leistungsgesellschaft, verhindern das doch. Ja. Ist doch paradox. Gut. Ja gut, ich meine, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen politischer Rhetorik und dem, was man dann de facto macht, ist ja klar. Ja. Aber wie kommen wir da hin? Gibt's, andersrum, haben wir jetzt eigentlich schon geklärt, Vermögensteuer, gut, Erbschaftssteuer, gibt es noch andere Instrumente? Naja, auch die Einkommensteuer müsste wieder progressiv, auch die Unternehmenssteuern müssten eigentlich wieder hochgehen. Das Problem ist halt, da gibt es einen internationalen Wettbewerb, wo man eben auch aufpassen muss, dass man da nicht Abwanderung bekommt oder so. Ne? Gibt es noch ganz andere Tools? Also Vermögensteuer wurde sich irgendwann mal ausgedacht, Erbschaftssteuer wurde sich irgendwann mal ausgedacht. Jetzt sind wir im Jahr 2020, gibt es noch vielleicht was ganz Neues? Oh Gott, nee, also ich bin da eher traditionell, da würde ich sagen, das sind schon gute Instrumente. Die Einkommensteuer ist vor allen Dingen auch wichtig, ne? Also eine gute progressive Einkommensteuer und auch die Unternehmensbesteuerung ist wichtig. Gab es natürlich viele Fragen bei den Zuschauern. Was hältst du vom bedingungslosen Grundeinkommen? Bedingungsloses Grundeinkommen? Also von den Wirtschaftsweisen scheinst du mir derjenige zu sein, den man vielleicht am besten auch dafür gewinnen könnte. Ja, also ich bin skeptisch. Und zwar, ich glaube an einen starken Sozialstaat, ich habe Schwierigkeiten damit, sozusagen, weil man muss das ja finanzieren. Und meine Befürchtung ist, dass wir dann sehr viel vom Sozialstaat einsparen und letztlich den wichtigen Staat, der auch viele öffentliche Güter und Dienstleistungen produziert, dass das eingeschränkt wird. Dadurch. Das wäre ja ein Modell. Es gibt ja viele Modelle. Es gibt ja dieses neoliberale BGE-Modell, wo man sagt, okay, wir streichen alle anderen Leistungen und machen nur noch BGE. Mhm. Es gibt aber, du könntest dir auch ein Modell ausdenken, wo du sagst, wir lassen alle anderen Leistungen so, wie sie sind und machen noch das BGE. Ja. Na, ich glaube tatsächlich, dass das wäre doch sozial. Ich bin da eher für ein sehr gutes Angebot an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen, weil das die Menschen im Alten auch die Krankenversorgung gehört auch dazu, ne? weil das die Menschen im Alltag auch sehr viel mehr entlastet. Also diese Vorstellung, ich gebe denen jetzt halt Geld und dann sind sie ja auch irgendwie auf sich allein gestellt. Ich finde ein überzeugendes Angebot an öffentlichen Gütern und Dienstleistungen ist viel wichtiger als so eine bedingungslose Grundausstattung. Und da würde ich auch dran festhalten. Bevor wir gleich zu den Zuschauerfragen noch kommen zum Schluss, beschäftigen sich die Wirtschaftsweisen eigentlich mit der Wirtschaftsweise? Mit der Wirtschaftsweise? Ja, wie wir wirtschaften. Also ist das eigentlich für euch fünf ein Thema, das unsere Wirtschaftsweise den Planeten zum Beispiel zerstört oder die Ungleichheit immer. Das ist ein Thema. Das sind definitiv Themen. Ich meine, wir haben ja ein Sondergutachten zum Klima jetzt gerade letztes Jahr gemacht. Ja, aber jetzt im Jahr 2019 und nicht schon 1979. Ja, gut. So, und aber es gibt natürlich auch jetzt habe ich gerade ein bisschen Konzentrationsschwierigkeiten. Wirtschaftsweise, ja. Auch die Ungleichheit, die Berichterstattung über die Einkommensverteilung gehört ja auch zu den Aufgaben des Sachverständigenrates. Ne? Und natürlich beschäftigen wir uns damit. Aber es ist eben
es ist doch eher sozusagen eine traditionelle Beschäftigung damit. Es ist jetzt nicht so, dass man da sehr, sehr weitgehend denkt. Ne? Nochmal kurz zur Zusammensetzung der Wirtschaftsweisen. Ihr seid ja 5 Mitglieder. Ja. Du bist quasi der Entsendete der Gewerkschaft. Entsendet, ja. Du heißt aber, die Gewerkschaften entsenden jemanden. Das bist du, ja. Also der Linke. Ja, ja. Oder vermeintlich Linke. Ja. Dann gibt es die Arbeitgeberseite, die jemanden entsendet. Woher kommen die anderen drei denn? Und warum sind das auch Arbeitgeber, Leute? Naja, die sitzen, nein. Also das ist halt so, die drei werden sozusagen von der Regierung, also von der Regierung werden natürlich alle bestimmt. Ne? Ja, aber es gibt ist ja lustig, dass die Regierung dann auch nochmal Arbeitgeber traditionell dieses informelle Recht, dass die Gewerkschaften einen bei einem mitbestimmen und die Arbeitgeberseite bei anderen. Also Volker Wieland ist der Arbeitgeber, genau. Den Arbeitgebern. Ja, also es ist ja irgendwie, macht auch Sinn, ein Neoliberaler, ein eher Keynesianer, aber warum sind die anderen drei dann auch neoliberal? Ja, weil die Regierung. Ich würde in der Vergangenheit würde ich schon sagen, dass der Rat über viele, viele Jahre, also seit den 80er Jahren, sehr stark, ja, wenn man das jetzt so plakativ eine neoliberale Position vertreten hat, keine Frage. Was den augenblicklichen Rat, also den gegenwärtigen Rat jetzt angeht, lass uns mal abwarten. Also es sind zwei neue, es sind auch endlich zwei Frauen. Ja? Mhm. Zum ersten Mal jetzt zwei Frauen schon. Lass uns einfach mal abwarten, welche Positionierung sich da so ergibt. Eine Frage habe ich noch, weil du ja Steuerexperte bist. Diese Woche kam raus, das BMF, das Finanzministerium, hat bekannt gegeben, dass ca. 600 Milliarden Euro deutsche Bürger in Auslandskonten geparkt haben. Hältst du das für ein Problem? Und wie können wir das, was können wir dagegen machen? Oder ja, wenn sollte es noch mehr sein? Naja gut, wir haben Kapitalverkehrsfreiheit, ne? Und wenn die das in Auslandskonten haben, alles wunderbar, solange es alles ordnungsgemäß versteuert wird, ist es in Ordnung. Und da habe ich den Eindruck, dass sich ja viel verbessert hat. Das war ja auch eine kritische Situation damals. Da hat ja der heutige SPD-Vorsitzende, also Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, sehr stark mit dran gearbeitet, dass tatsächlich es da nicht zu einer pauschalen Besteuerung kommt oder irgendwelchen Abgeltungsgeschichten, sondern dass tatsächlich weiter der Anspruch aufrechterhalten wird, dass die Einkommen hier wirklich besteuert werden und es nicht irgendwie so eine Amnesie oder sowas gibt. Ne? Und das finde ich ist ein guter Anspruch und da hat es tatsächlich Verbesserungen gegeben in der letzten Zeit. Ne? Es ist noch viel Luft nach oben, aber es sind da auf jeden Fall richtige Sachen unterwegs, muss man schon sagen. Bist du dafür, die Amerikaner, wenn du Amerikaner bist, du bist amerikanischer Staatsbürger, dann musst du Steuern in Amerika zahlen. Mhm. In Deutschland. Nach Sitzlandprinzip, ja. Wenn ich Michael Schumacher bin, oder ja. Plakativ jetzt Michael Schumacher. Ja, das haben sie ja schon Sportstars haben sie ja wohl schon im Schrank versteckt, damit nicht auffällt, dass sie doch die überwiegende Zeit in Deutschland gewesen sind, weil sie ja in Monaco gemeldet waren. Ne? So Geschichten, klar. Ja, gut, das sind jetzt so Grundsatzfragen. Ja, darum bist du hier. Ja, klar. Sollten wir das ändern? Ja, man kann da rangehen, aber man kann natürlich auch ansonsten einfach schauen, dass wir die Besteuerung besser aufstellen, ne? Und vor allen Dingen eben die Kapitaleinkünfte wieder im Inland stärker besteuern. Und da gibt's ja viel. Also da hat's ja wirklich harte Schläge für Steuerbetrüger gegeben. Und da wurden ja doch eine ganze Reihe Leute sind ja sogar bestraft worden, richtig, ne? Also es ist schon wirklich einiges passiert. Das finde ich auch gut. Gut, wir kommen noch mal ein paar Zuschauerfragen. Pfister, wir wissen, die Agenda 2010 von Schröder basierte hauptsächlich auf den Empfehlungen des Sachverständigenrates. Wie sähe eine Agenda 2030 aus, wenn du wüsstest, dass alles umgesetzt wird, was der Sachverständigenrat vorschlägt? Oh Gott. Das ist eine geile Frage. Ja, aber das ist natürlich noch viel zu umfassend. Ich glaube, ein bisschen viel Großteil haben wir jetzt schon beschäftigt. Ja, genau. Haben wir irgendwas vergessen? Ich stelle mir einen guten handlungsfähigen Staat vor und eine sozial-ökologische Wende, dass wir das mit dem Klima gut hinkriegen und dass wir eine deutlich gerechtere Gesellschaft haben, bessere gleichmäßige Einkommensvermögensverteilung.
mehr Freizeit, das wären so die... Ja gut, das sind deine Ziele, aber die Empfehlungen, wie man da hinkommt, die haben wir jetzt ja besprochen. Ja, genau. Claudia, wir wissen, ab wann sollte die deutsche Wirtschaft klimaneutral sein? Ab wann sollte sie klimaneutral sein? Also wir wissen, wann wir sein müssen, ja. Aber wäre doch gut, wenn wir es so schnell wie möglich sind. Ja, gut, also ich denke, es ist eine ziemliche Herausforderung, das, die bestehenden Ziele hinzubekommen. Und dann sollten wir es hinkriegen. Also jetzt würde ich jetzt keine anderen Enddaten oder sowas nennen. Ne? Ja, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, haben die Klimatologen bzw. die Scientists of Future gesagt, müssen wir 2035 klimaneutral sein, also 15 Jahren. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Das wird schwierig. Ja. Aber es ist machbar. Wenn wir wollen, könnten wir das schaffen. Wenn man sehr entschlossen vorgeht, geht sehr viel. Aber das ist wirklich eine große Herausforderung. King Cass, wir wissen, kann die Wirtschaft nach Corona wirklich nur über Konsum angekurbelt werden oder gibt es auch andere nachhaltigere Möglichkeiten? Na, sie wird ja auch nicht nur über, also jetzt vom Plan her wird sie ja nicht nur über Konsum angekurbelt, sondern es sind ja sehr viele auch öffentliche Investitionen, in die es geht. Und da ist schon viel, viel sehr Vernünftiges, ne? Auch Infrastruktur, auch ökologische Infrastruktur. Das finde ich auch richtig. Warum wird eigentlich die Mehrwertsteuer jetzt ein halbes Jahr lang gesenkt und danach wieder erhöht? Warum lassen wir die nicht einfach gesenkt? Weil es ungeheuer teuer ist. Also da ist ja eine andere Geschichte jetzt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ein Lieblingsthema von mir ist ja auch die Schuldenbremse, die ich nach wie vor für problematisch halte und für falsch. Also dass man irgendwelche Grenzen für die Staatsverschuldung braucht, ist keine Frage, aber diese spezielle Form halte ich für falsch. Und haben wir uns ein großes Problem aufgehalst. Jetzt habe ich gesagt, kannst du die Frage nochmal? Kann die Wirtschaft nach Corona wirklich nur über Konsum angekurbelt werden oder gibt es auch andere nachhaltigere Möglichkeiten? Genau. Wenn nachhaltig wäre zum Beispiel, wenn der deutsche Staat sagt, wir bauen jetzt erstmal alle klimaschädlichen Subventionen ab. Circa 57 Milliarden Euro pro Jahr. Aber ich höre jetzt nicht, dass sie an die Dieselsubventionen rangehen, dass sie den Flugverkehr jetzt mal besteuern, also mit Kerosinsteuer. Ja gut, es wird aber trotzdem ja viel gemacht und ich würde ja eher in die Investitionsrichtung gehen, ne? Infrastruktur da glaube ich, kann man schon sehr viel machen. Kai will wissen, Kai Wenemann, wozu braucht ein Staat überhaupt Steuern? Um Ausgaben zu tätigen oder das ausgegebene Geld wieder einzufangen? Ja, das ist jetzt so eine, es steckt eine bestimmte Theorie im Hintergrund, aber ich würde schon sagen, dass er sie braucht, um Ausgaben zu tätigen. Gut, Bernd will wissen, wie siehst du bei fortschreitender Automatisierung und dem Ende des ewigen Wachstums die Arbeitszeiten in Zukunft? Ist eine allgemeine 20-30-Stunden-Woche sinnvoll, um Arbeit zu verteilen? Oder eher das BGE, hatten wir ja teilweise schon. Ja, um Arbeit zu verteilen, ich stelle mir vor, dass das natürlich für den Wohlstand ungemein gut wäre, wenn wir die Arbeitszeit massiv reduzieren würden, schrittweise. Und ich glaube, dass das auch gehen würde. Aber das kann ich nicht von heute auf morgen machen. Aber das würde schon gehen, das fände ich also unter Wohlstandsgesichtspunkten sehr erstrebenswert. Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Oh Gott, zu viele, ich weiß es nicht. Also definitiv zu viel. Circa? Ja? 40 Stunden? Ja, nee. Mehr? Ja, sicher. Klar. Beutest du dich selbst aus? Ha? Das sind so unangenehme Fragen, mit denen man sich manchmal nicht konfrontiert. Da müsstest du meine Familie auch nochmal fragen. Vielleicht guckt ja deine Frau jetzt zu und sagt dir, während ihr beide das jetzt mal guckt. Ja. Natürlich, hättest du ja sagen müssen. Du arbeitest so viel, Achim. Ha? Ja, wahrscheinlich arbeite ich zu viel, aber das ist natürlich dann so, wenn man so ein Amt annimmt, ne, zusätzlich, also zu einem Vollzeitjob so ein Amt annimmt, ist halt klar, dass man viel, viel arbeitet. Bekommt eigentlich der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen mehr Geld als du? Ja. Wie viel? Ehrlich gesagt, ich habe ja die Zahlen genannt. 33? Ich glaube 33 habe ich gesagt, ich kann sein, dass er 36 oder 37 bekommt. Dafür gibt er aber immer den Champagner aus, oder was? Ach, nee. Das ist übrigens auch so, dass, Tapani fragt hier, das haben wir eigentlich auch schon geklärt, ob wir ein Wirtschaftssystem zum Laufen bekommen, welches ohne ständiges Wachstum auskommt, hatten wir schon thematisiert. Mad Max will wissen, wird die Automatisierung von Arbeit durch künstliche Intelligenz mehr Arbeitsplätze abschaffen, als neu geschaffen werden? Und werden die neuen Arbeitsplätze genauso gut bezahlt wie die automatisierten?
Ja, das sind auch große Fragen. Also ich glaube da zumindest, dass alle Prophezeiungen, dass uns die Arbeit ausgehen wird, ne? Das ist ja nie eingetreten. Also ich erinnere mich, in den 80er Jahren gab es da schon eine Debatte. Und wenn das gestimmt hätte, dann durften wir jetzt die Beschäftigtenzahlen und das Arbeitsvolumen gar nicht haben. Also von daher glaube ich nicht, dass uns da die Arbeit ausgehen wird. Ja, aber kommt ja darauf an, wer die Arbeit macht. Du hast ja Keynes selbst gesagt, also eigentlich so ist ja der Traum, dass die Maschinen die Arbeit machen. Genau. War nur eine Zeitanzeige. Ach so, eine Zeitanzeige, ja gut. Also Arbeit wird nie ausgehen, klar, aber der Sinn ist so, dass wir nicht die Arbeit machen, sondern die Maschinen. Ja, so attraktiv, ja. Second Jobs Boy, kurz zu den letzten Fragen. Jetzt sind Demokratie und Neoliberalismus vereinbar? Neoliberalismus, ja, was immer das genau ist. Aber wenn das heißt, wenn das sozusagen eine weitgehende Marktradikalität bedeutet, dann sind sie nicht vereinbar. Robert, was muss sich in den Köpfen der Regierung ändern, damit wir beim Klima noch die Kurve kriegen? Ich habe das Gefühl, dass ein großes Bewusstsein vorhanden ist. Aber es ist schwierig, das sozusagen unter dem großen politischen Druck, den die stehen, wirklich dezidiert umzusetzen. Da sind einfach sehr viele Ängste und auch sehr viel Lobbyismus, der dem im Weg steht. Und den Druck machen sie sich ja selber, weil sie ihre Macht erhalten wollen und wiedergewählt werden wollen. Gut, was jetzt in der Demokratie nicht ungewöhnlich ist, ne? Und letzte Frage, Javad, wir wissen, Achim, was kommt nach dem Kapitalismus? Das weiß ich. Ich hoffe, eine gute Gesellschaft, bei der mit viel Gleichheit und viel wenig Stress für die Menschen und ja, irgendwie so. Und Nina hatte wirklich die letzte Frage. Kann die deutsche Wirtschaft auf die Rüstungsexporte verzichten? Also wenn wir jetzt unsere Rüstungsindustrie einstellen, ist das verschmerzbar? Naja, es ist halt Peter Altmaier hat es einen Anteil von 0,26% am BIP. Er sagt, also Strukturwandel ist, wenn er langsam geschieht, ist immer möglich. Natürlich wäre das wirtschaftlich schrittweise verkraftbar, warum nicht? Aber wir können ja sofort damit aufhören, weil die Welt sollte ja sofort friedlicher werden. Ja, aber es gibt schon noch auch Interessen der Beschäftigten, ne? Das stimmt. Gut, die können ja woanders arbeiten. Ja, Schwerter zu Flugscharen, klar, ja. Und meine letzte Frage, was können wir von China lernen? Ja, also was wir nicht lernen können, ist, wie man eine Demokratie ist. Das ist natürlich ein großes Problem. Das ist klar. Die haben aber es tatsächlich geschafft, in sehr kurzer Zeit sehr kontrolliert, sehr schnell zu wachsen und technologisch unglaublich aufzuholen. Und das ist natürlich schon sehr beeindruckend. Man braucht doch schon den Willen, auch gerade jetzt in der Klimapolitik beispielsweise, Richtungsentscheidungen zu treffen und dann auch wirklich massiv den Strukturwandel in eine bestimmte Richtung hinzubekommen und bestimmte Dinge auch tatsächlich anzugehen. Und sozusagen jetzt nicht aus einer falschen Marktgläubigkeit zu sagen, so, wir dürfen da gar nicht eingreifen. Es gibt ja gesellschaftspolitische Ziele, bestimmte Richtungen, wo wir hinwollen. Und da muss man auch massiv in diese Richtung gehen. Achim, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben sehr gerne. Fast über 2 Stunden, glaube ich. Oh Gott, ja. Was ist dein längstes Interview bisher? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mit Makronomen ganz am Anfang habe ich sehr lange gesprochen. Aber das ist nicht aufgenommen, ist nur also nicht mit Kamera aufgenommen worden. Und vielleicht legst du ein gutes Wort bei deinen anderen 4 Wirtschaftsweisen ein, dann kommen die auch mal in die Sendung, dann können die Zuschauer und das Publikum das gut vergleichen. Ja, du hattest ja so ein paar Sachen gesagt, die waren jetzt nicht so freundlich. Da müsstest du vielleicht nochmal dann Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, freundlich zu sein. Nee, das stimmt, ja. Jetzt warten wir nochmal kurz. Dass das hier der Notfall aufhört. Und ich sage, wie gesagt, vielen Dank und auch vielen Dank an das Publikum, weil wir sind Zuschauer finanziert. Und diejenigen, die im letzten Monat mindestens 20 Euro auf unser Konto oder per PayPal überwiesen haben, laufen jetzt durch den Abspann. Danke, Achim. Danke, alle. Ciao. Tschüss.